assassin. Ja, und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Übertragung der P1 GT Series. Mein Name ist Daniel Hahn. Ich darf Sie heute Abend begrüßen aus der Kommentatorenkabine zusammen mit Markus Broch. Guten Abend, Markus. Ja, hallo Daniel, hallo ihr da draußen. Willkommen zur P1 GT Series hier aus dem schönen Portimao. Ja, du sagst es, Rennen 4 steht an. Es scheint ein sonniges Rennen zu werden, also ein trockenes vor allem. Das ist, sag ich mal, aus Fahrersicht schon mal ziemlich wichtig. Und das heißt für uns, es sollte keine allzu großen Überraschungen geben, was die Stärke der einzelnen Fahrer angeht. Aber ich glaube, Markus, da können wir uns den ganzen langen Abend drum kümmern. Wir schauen erstmal zurück, was ist in den letzten Wochen passiert und wie sieht's aus in der Meisterschaft? Ja, in den letzten Woche, in 14 Tagen, ist einiges passiert. Wir blenden mal kurz das Ergebnis ein. Da sieht es nämlich folgendermaßen aus. Dino Paulini führt weiterhin die Meisterschaft an mit 71 Punkten, ist allerdings dicht gefolgt jetzt von Mats Hutzfeld, der in Fuji das Rennen dann doch mal für sich entscheiden konnte. Platz 3 weiterhin Kurt Kub mit 42 Punkten und dann wird es richtig, richtig eng. Peter Meissner auf der 4 mit 36 Punkten, Christian Schupfner auf der 5 mit 33 Punkten, Martin Zeisler auf der 6 mit 32 Punkten, Jochen Bendlermacher Platz 7 mit 28 Punkten, Simon Christmann auf Platz 8 mit 25 Punkten, Roman Okon auf der 9 mit 24 Punkten, Elias Drackel auf der 19, konnte letzte Rennen nicht mitfahren, sonst denke ich mal, wäre es da auch punktetechnisch noch ein bisschen was höher gegangen. Ist auf der 10, dann Carsten Thienemann auf der 11 mit 18 Punkten, Marco Faust auf der 12 mit 12 Punkten, Carsten Stolze auf der 13 mit 10 Punkten, Tobias Marz mit 8 Punkten auf der 14, Michael Weber auf der 15 mit 4 Punkten, Yannick Hergt 2 Punkte und auf Platz 16. Und dann haben wir noch David Müller und Frederik Schornstein, jeweils mit Nullpunkten. Ja, da wird sich heute einiges ändern. Also gerade im Mittelfeld, die beiden WRT-Piloten sehen sehr stark auch aus. Auch Jochen Bendermacher, der im Training die schnellste Zeit gefahren hat. Also vor allem im Mittelfeld, da kann sich heute einiges verschieben, was die Gesamtwertung angeht. Oh ja, das auf jeden Fall. Yannick Hergt ist heute nicht dabei. Dann ist abgemeldet Frederik Schornstein, genau. Und wen ich gerade vermisse, ist Tobias Marz. Der ist angemeldet, aber im Moment noch nicht auf dem Server. Hätte theoretisch noch ein bisschen Zeit, also mal sehen, vielleicht taucht er noch auf.
Ja, ein paar kurze Eckdaten zur Strecke. Wir sind in Portimao, es ist das vierte Rennen. Wir haben insgesamt 15 Kurven, eine Rennlänge von 4,692 Kilometer. Andersrum, eine Streckenlänge von 4,692 Kilometer und eine Rennlänge wie immer von 90 Minuten. Das gesamte Feld haben wir 18 Fahrer und 10 Teams. Und dann gehen wir auch mal ins Live-Bild. Momentan ist noch Training und zwar ganze 2 Minuten pünktlich um 19 Uhr schalten wir ins Quali und dann bin ich mal gespannt. Denn es sieht irgendwie so aus, in der P1 GT Series sind wir noch nie auf Portimao gefahren. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie die Jungs da mit den großen Autos mit der Strecke zurechtkommen. Also die Strecke ist durchaus eher im weiteren Motorsportbereich zu Hause. Und damit meine ich einfach, dass Portimao, ja, da sagt nicht unbedingt jeder, okay. Da bin ich schon mal gefahren. Nichtsdestotrotz, die Strecke hat es auf jeden Fall in sich. Sie gehört mit zu einer der besten auf jeden Fall. Gerade die GTs passen hier sehr gut drauf. Und was es vielleicht ein bisschen fehlt, ist so eine richtige Mutkurve. Ja. Der Eingang auf die Startziel, da braucht man viel Gefühl. Aber so eine richtig schnelle Mutkurve, die vermisst man hier vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten ist eigentlich alles dabei, große Höhenunterschiede, das wird vor allem im Setup dann eine Menge ausmachen, wenn die Reifen sich über die Renndistanz hin verändern, dann die Balance nach vorne oder nach hinten wandert. Da werden die Fahrer gefragt sein, sich dann ein bisschen anzupassen im Laufe des Rennens. Und auch die Reifenstrategie könnte heute eine Rolle spielen, denn ja, es gibt eigentlich, ja, ich habe es gerade gesagt, keine richtig schnelle Kurve, das heißt, es gibt viele langsame Kurven und dementsprechend viele starke Anbremsmanöver. Also wer sich da früh die Reifen glatt bremst, der wird in Schwierigkeiten kommen. Ja, dementsprechend könnte ein Reifenwechsel vielleicht Sinn machen. Gerade aber auch was Kurve 1 angeht. Ne? Wir haben eine sehr, sehr lange Startzielgerade. Um die 272 km/h. Kommen die da angedonnert, dann geht ja die kleine Kuppe nach unten und dann musst du auch schon hart in die Klötze gehen und den Anker schmeißen, denn die erste Rechtskurve, die hat es schon in sich. Und da, wenn du dann auch noch Windschatten hast, du hast Dirty Air, du hast etwas mehr Speed, da könnte es heute echt zum Zünglein in der Waage kommen. Genauso auch die letzte Kurve. Wenn du da im Windschatten bist, wird sehr extrem der linke vordere Reifen beansprucht und auch da könnte es dann natürlich zu dem ein oder anderen Reifenplatzer führen. So, nichtsdestotrotz beginnt jetzt das 20-minütige Qualifying und da ist die Ampel auch auf grün geschaltet, die Jungs fahren raus. Ja, Martin Zeissler, der schnellste im Warm-up. Der erste auf der Strecke, hinter ihm Elias Dracke. Und dann Christian Schupfner. 20 Minuten, wie immer, die Zeitvorgabe. In dieser muss also die Runde gefahren werden. Rundenbegrenzung gibt es nicht. Allerdings gibt es die Escape-Regel. Also man muss auf seinen eigenen Boxenplatz zurück, bevor man per Escape-Taste seinen Run beendet. Normalerweise üblich, aber es gibt Ausnahmen im Simsport. Und deswegen sei das nochmal gesagt. So, wer steht noch an der Box momentan? Carsten Stolze und Mats Hutzfeld, der setzt sich jetzt in Bewegung. Also Carsten Stolze dann der Letzte, der auf die Runde gehen wird, hat noch ein bisschen Zeit, bevor dann die Ersten wieder rumkommen zum ersten Mal. Kurzer Anhaltspunkt, die schnellste Trainingszeit gefahren von Jochen Bendermacher, 1:40.2. Mats Hutzfeld 1:40.6, der zweitschnellste. Also wir rechnen wohl mit einer 40er Zeit jetzt hier für die Pole Position. Ja, die Frage ist nur, wer holt sie sich? Und wir haben es ja auch in der Vergangenheit gesehen, also meistens legen die Fahrer im Quali dann nochmal ein bisschen was drauf. Da kommt dann der letzte Sprit raus und dann werden erst die Karten auf den Tisch gelegt. Also Martin Zeissler eröffnet jetzt, wird uns, sofern er denn die Runde ganz gut bekommt,
auch gleich eine gute Referenzzeit liefern. Carsten Stolze steht am Boxenausgang. Und da hätte er jetzt ein bisschen früher rausfahren sollen. Wir sehen jetzt hier. Ja, aber der wartet. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig hier, wenn man aus der Box rauskommt. Man sollte wirklich den kommenden Verkehr da durchlassen, denn sonst wird es da ganz gewaltig scheppern. Er hätte so 20, 30 Sekunden Strecke vor ihm, also vor Martin Zeisser gehabt, da hätte er gut rausfahren können. Jetzt muss er natürlich aufpassen da. Aber er ist unterwegs. Ersten Fehler gab es auch schon von Roman Ocon. In Kurve 1. So, der erste Sektor relativ lang mit über 35 Sekunden. Erste Zwischenzeit jetzt Zeissler 39,1 und Elias Rackel dahinter 39,3, also minimal langsamer, 2 Zehntel. Das ist auch eine ganz gefährliche Stelle hier, Kurve 8. Da darf man den Randstein nicht zu sehr mitnehmen, der ist sehr, sehr gefährlich. Wir haben es gesehen, Martin Zeissler wurde da leicht ausgehebelt. Ja, im Training hat es auch den Marco Faust erwischt und der ist da auch richtig Zeissler drüber. Zu quer hier, deutlich zu schnell gewesen. Das war Kurve 11, Ende Sektor 2. Neue Bestzeit jetzt von seinem Teamkollegen in Sektor 1, Peter Meissner. Noch keine Wunderzeiten bis jetzt. Ja, und Carsten Stolze, gelb in Sektor 2. Michael Weber hat sie ebenfalls gedreht. So, Dino Paulini, der Erste, der jetzt unter 39 in Sektor 1 fährt, Martin Zeissler. Gibt das Tempo vor mit einer 1,41,1, also gar nicht so weit weg von der 1,40er. Ja, Elias Drackel zieht nach mit einer 1,42,1. Und Carsten Thienemann, die ersten beiden Sektoren waren schwer in Ordnung. Ja, zweiter Platz vorübergehend. Auch eine 1,41,8. So, jetzt der erste unter 1,41. Peter Meissner. Ganz knapp 1,40,991. Und Max Hutzfeld mit Bestzeit in Sektor 2. Dino Paulini Bestzeit in Sektor 1. Die Meisterschaftsfavoriten. Ja, Dino Paulini 1,40,2. Damit. Neuer Mann an der Spitze. Ja, absolut. Ja, die zweitschnellste Zeit. Absolut. Und Mats Hutzfeld kommt nicht ganz ran. Reiht sich zunächst auf der zweiten Position ein. 2 Zehntel dahinter. Jochen Bennermacher auf der 5. Kann jemand nochmal richtig zulegen? Martin Zeissler mit einem sehr guten Mittelsektor. Fünfter ist er. Hier haben wir ihn. Momentan auf Pole-Kurs, wenn er den letzten Sektor gut erwischt. Kommt jetzt schon wieder zu Start und Ziel, war ja der Erste, der eine Zeit gesetzt hat. Und springt vor seinen Teamkollegen auf die 3. Jetzt auch mit einer 40,5. Also da ist eine deutliche Steigerung zu sehen im Vergleich zu den Trainingszeiten. Ja, weiter hinten. Jetzt sind die ersten Fahrer, sind natürlich jetzt durchgereicht worden. Elias auf der 8, Carsten Thienemann auf der 9. Simon Christmann reiht sich auf der 10 ein. Marco Faust auf der 11. Michael Weber auf der 12, Roman Ocon auf der 13. Und David Müller ist auf seiner Outlap. Carsten Stolze ist wieder in der Box. Und von Tobias weit und breit keine Spur. Jochen Bennermacher mit einem sehr guten Mittelsektor auf dem Niveau von Mats Hutzfeld und auch Martin Zeissler in seinem Versuch. Also auch er schickt sich hier an, jetzt die 41er Marke zu knacken. 40,3, ein Tausendstel vor Peter Meissner auf der zweiten Position. Das scheint doch sehr interessant zu werden hier heute. Ja,
Mats Hutzfeld auf der 4, momentan 2 Zehntel hinter der Pole, Martin Zeisler 3 Zehntel. Also das sind die 5, die die Pole Position unter sich ausmachen, die Top 5 jetzt. Kurt Krug, 41,5, 1,3 Sekunden, das ist zu weit. Jetzt Elias Stracke mit einer 41,3, schiebt sich auf Platz 6. Aber Kurt kann kontern. Ja, das ist auf jeden Fall hier heute wieder eins der Duelle, was wir im Auge behalten müssen. Die Zeiten von Kurt machen aus seiner Inlab, also die streichen wir gleich mal wieder. So. Jochen Wendermacher hat sich gerade nach vorne geschoben und jetzt hat er im ersten Sektor nochmal 2 Zehntel gefunden. Er war ja der schnellste in den Trainingszeiten. Ja, im Mittelsektor verliert er jetzt deutlich, also das wird keine Verbesserung werden. Marco Faust könnte sich vielleicht ein bisschen nach vorne schieben. Streift so ganz knapp an seiner eigenen Zeit vorbei. Ja, Marco Faust erhofft sich hier heute doch mal ein bisschen was mehr. Die Strecke scheint ihm da zu liegen. Er hat auch hier sehr, 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 sehr viele Trainingskilometer abgespult in der letzten Woche. Na, Elias momentan der Einzige, der wirklich an seiner eigenen Zeit nochmal rankommt. Der Rest aber nicht wirklich auf eine Runde, also die fahren jetzt wieder alle aus der Box. Das wird dann erst wieder in den nächsten Minuten wieder richtig hektisch werden. Könnte es auch gut sein, dass Elias ebenso sich nochmal neue Reifen holt. So ist es ja, dann auch. So ist es. So, dann geht's los in den, ja, wohl vorletzten Anlauf. Mit Christian Schupfner wollte ich schon sagen, aber der geht auch an die Box. Dann nehmen wir Dino Paulini. Der geht nämlich jetzt auf seine schnelle Runde. Führt momentan. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und schalten hier mal ins Cockpit. Ah, hier darfst du nicht zu weit rauskommen, sonst erwischen dich die Bumper. Und dann geht es das erste Mal hier den Berg rauf. Jetzt kommt eine der wichtigsten Stellen, Anbremspunkt Kurve 6. Auch zu überholen. Ja, musste leicht korrigieren, aber alles in allem war das ordentlich. Zeit sieht auch gut aus. Jetzt kommt der Teil, wo es wirklich drauf ankommt. Er hat sehr viel Grip beim Einlenken, das sieht man hier. Stabiles Auto am Kurveneingang, das ist sehr wichtig. Ja, interessant auch hier die Linie durch diese Kurvenkombination. Also da muss sehr viel Erfahrung mit der Strecke mit dabei sein. Er hat zumal man hier auch unheimlich oft im Blindflug fährt, ne? Ja, und dann hier nochmal rein, kommt ein bisschen weit raus, Mittelteil, sieht gut aus. Er wird sich nicht wirklich weit nach vorne schieben können, für diese Runde. Eine 39er, naja, ich glaube 39 wird nicht ganz drin sein. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. 39,901, also neue Bestmarke von Dino Paulini. Nicht schlecht. Ja, da hat er hinten raus nochmal richtig einen rausgelassen. 2 Zehntel schneller gefahren als alles, was vor ihm gekommen ist. Ja, momentan kann auch keiner wirklich kontern. Zwischenzeiten sind nicht gut im vorderen Feld. Dann schauen wir mal zu David Müller, der ist nämlich momentan auf der 8. Position. Da bleibt er jetzt auch erstmal. Ja, hier werden wir in 14 Tagen auch was Neues sehen, denn David Müller wird sein Team aufgeben und wird den Michael Werber in 14 Tagen im Hawk Sim Racing Team unterstützen. Carsten Thienemann mit einem guten letzten Teil schiebt er sich auf die 9 vor Christian Schupfner. Also wir haben die erste Gruppe bis Platz 5 und wir haben danach eine Gruppe von Kurt Koop 41,2 bis ja, Christian Schupfner 41,7. Also jeweils zwei Fünfergruppen, also direkt hintereinander.
Und dann spreizt sich dann nochmal auf. Simon Christmann momentan 43,4, also knapp 2 Sekunden Abstand. Bis hin zu Michael Weber, Carsten Stolze 44 bzw. 48. Also Carsten ist noch weit entfernt von etwas, was man einer konstanten Leistung nennen könnte. Ja, einige Fahrer sind auch, durften noch ein wenig gebeutelt sein von gestern. Die sind nämlich gestern das 12-Stunden-Rennen in Bathurst bei uns mitgefahren. Da bin ich auch gleich mal gespannt, ob sie da noch genug Power im Hintern haben, um hier die 90 Minuten rumzukriegen. Ja, Mats Hutzfeld ist nicht allzu weit entfernt von der Zeit. Kommt jetzt hier über die Linie. Mal sehen, ob er sich nach vorne schieben kann. Ja, in der Tat auf Platz 2. Aber er bleibt ein... auch bei der 40-2. Wir sind nach wie vor knapp 4 Zehntel, was Dino Paulini vom Rest des Feldes trennt. Aber die Strecke wird ja auch schneller, umso mehr Grip drauf kommt. Also es ist durchaus noch die Chance da, dass der ein oder andere sich noch verbessert. Das heißt, Dino darf sich noch nicht zu sicher sein. Nee, ausruhen darf er sich nicht, denn wir haben es ja schon letztes Jahr gehabt, dass die Polzeit meistens in den letzten 10 Minuten gefahren wird. So, Kurt hat eigentlich eine ganz gute Runde bis zu diesem Moment gefahren. Zeiten sind durchaus vergleichbar mit den Top 5. Bloß der Abstand, den er überbrücken muss, um eine Position gut zu machen, ist schon ordentlich, aber er schafft es. Also Kurt jetzt auch mit einer 40,5 und ist damit nur 3 Zehntel hinter Mats Hutzfeld. Jetzt, Markus, darfst du selber entscheiden, ist Kurt gut oder ist Mats ein bisschen neben der Kappe heute? Denn 3 Zehntel sind schon wenig für die beiden. Nee, also bei Kurt Krupp muss man hier mal ganz klar sagen, die Saison hier... dieses Jahr, die läuft wirklich gut für ihn, macht einen sehr guten Job, zieht sein Ding auch ganz gut durch. Und er weiß ganz genau, wenn ich jetzt was finde bei ihm, dann werde ich übelst ablästern. Deswegen muss er da Leistung abliefern. Macht's momentan ja ganz gut. Elias Trakl, starker Mittelteil. Deswegen sind wir momentan bei ihm. Hat jetzt die Chance, Kurt nicht allzu weit davon laufen zu lassen. Zeitlich gesehen schafft er das nicht ganz. Fehlen ihm 7 Zehntel. 6 auf Martin. Vorne tut sich momentan nicht viel. Da sind sie wohl so langsam am Limit wirklich angekommen. Und das ist vielleicht ein Bild, das wir heute Abend öfters sehen werden. Ja, der Einschlag ist nicht allzu stark. 5 Minuten hat er auf der Uhr, wenn er jetzt... Ja, er drückt das Escape. Also entweder er ist mit der Zeit zufrieden oder er ist da wirklich nicht rausgekommen. Ich glaube, er wäre rausgekommen. So, ich glaube, er ist mit der Zeit zufrieden. Wir gehen zu David Müller. Der sieht vielversprechend aus. Und dann gebe ich dir das Wort. Okay. Ja, nochmal auf Kurt Krupp ganz kurz zu kommen. Im ersten Rennen Platz 5 hat er gar gemacht. Zweiten Rennen wieder den 5. Platz in Fuji, auch wieder den 5. von, wenn man jetzt mal überlegt, letztes Jahr, die beiden Seasons, da hat es doch ganz schön an seinem Ego geknabbert. Immer wieder Flüchtigkeitsfehler gehabt, Strategiefehler, was ihm da so ein bisschen die laufende Season versaut hat. Aber dieses Jahr, der ist wirklich jetzt mal endlich wieder richtig mit dem Kopf bei der Sache. Und ich denke mal, da werden wir noch einiges von sehen. Hoffe ich zumindest. David Müller jetzt auf dem Niveau von Kurt. Ja, Platz 7. Im letzten Sektor hat es ein bisschen geholpert. Aber er wäre auch theoretisch dran. Also Kurt Krupp, Martin Zeissler, David Müller jetzt innerhalb von 3 Zehnteln. Und Martin Zeissler, wenn wir gerade schon von ihm sprechen, 2-mal persönliche Bestzeit. Also auch er schiebt sich jetzt an, nach vorne zu kommen. Kurt ist nur 68 Tausendstel vor ihm. Ja,
Er bräuchte 4/10 auf die 2 und er schaffte nicht ganz genug. 3,5. Damit steht er auf der 3 momentan. Und nach wie vor Dino Paulini der einzige unter 1,40. So, 3 Minuten auf die Uhr. Markus, ich glaube, so langsam geht's in die letzten Versuche. Ja, ich denke mal, die kommenden zwei Runden, wenn du da muss auf jeden Fall noch mal einen rauskloppen, sonst wart dort. Dino Paulini müsste schon auf einer Runde sein. Ja, erste Sektorzeit sieht aber nicht so gut aus, dass er da wirklich noch mal sich verbessern könnte. Also ich glaube, die 39,8 war schon sensationell. Ansonsten Peter Meissner. 2,5 Minuten sind es noch, also er hätte theoretisch noch 2 Versuche. Und normalerweise machen das die Reifen auch mit, wobei der erste wohl dann doch der bessere ist. Ja, einige ruhen sich jetzt schon in der Box aus, aber nicht die Spitze. Dino Paulini noch draußen, Mats Hutzfeld, Martin Zeissler, Jochen Bendermacher in der Box. Peter Meissner definitiv zu schwach im Sektor 1, deswegen springen wir zurück auf seinen Teamkollegen. Der hat hier zwar Rückstand, aber nur minimal. Mal sehen, ob er nochmal durchfährt. Eigentlich muss er, weil es reicht sonst nicht. An der Spitze nichts. Mats Hutzfeld ist jetzt in Sektor 1. Er steht als nächstes auf meiner Liste. Also ja, Martin Zeissler, 3/10. Nicht viel. Letzte Runde für ihn. Vorletzte Runde für Mats. Der schafft es nochmal über Start und Ziel. Dino Paulini im letzten Umlauf 1,40,4, also weit weg von seiner eigenen Zeit. Martin Zeissler 1,40,5. Ist nicht gut genug. 38,7. Die Zeit von Dino Paulini. Mats Hutzfeld ja schon auf der zweiten Position, also in die Richtung kann er sich nicht verbessern. Was machen die dahinter? Peter Meissner, haben wir gesehen, war zu langsam im ersten Sektor, hat jetzt nochmal eine Runde. Und auch die Plätze 6, 7, 8, 9 und 10 nochmal mit 9 Versuchen. Also einfach gesagt, jeder kann noch eine Zeit absetzen, vielleicht Mats Hutzfeld 2. Und auch Jochen Bendermacher, der ist nämlich direkt hinter Mats Hutzfeld. Nicht auf einer schnellen Runde, also der muss auf jeden Fall nochmal über Start-Ziel kommen. Das wird ihm auch vermutlich gelingen. Aber wir sehen es, 20 Sekunden, da hinten kommt er. Und er muss noch über Start und Ziel, um nochmal einen Versuch zu haben. Hat aber dann wahrscheinlich den allerletzten. Und auch Dino Paulini, der allerdings schon seit 2 Runden unterwegs ist. Ja, also auch Mats Hutzfeld, wir sehen es, hat sich das so eingeteilt, dass er jetzt den Angriff startet. Jochen Bendermacher ist über die Linie gekommen. Und wer ist jetzt schnell? Der Erste, der ins Ziel kommt, wird Peter Meissner sein. Guter erster Sektor. Mittelteil Lester. Wow, was haut denn der Kurt Krupp da jetzt raus? Der schiebt sich auf die 2. 1,40, 1,98. Also den hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Da ist doch hier, hallo, Anzeigefehler oder was ist los? Das gibt's ja gar nicht. Jochen Bendermacher wird bei mir als abgewunken angezeigt. Also keine Verbesserung mehr von Jochen. Peter bleibt auf der 6. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was hat Kurt Kubler gemacht, ey? Dino Paulini, Mats Hutzfeld, beide im Bereich der Pole Position in Sektor 1. Mats Hutzfeld im Bereich der Pole Position Sektor 2. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Markus, dann wird Kurt hier heute von 2 ins Rennen gehen. Das glaube ich auch. Das wäre ja mal der Knaller, ey. Und Dino scheint tatsächlich nochmal einen draufsetzen zu können. Zaubert Mats Hutzfeld im letzten Sektor oder steht er zum ersten Mal, glaube ich, hinter seinem Teamkollegen? Er schafft es so gerade eben. Er hatte Rückstand, bevor er in den letzten Sektor gegangen ist.
Dino Paulini, ja, fährt hier ran. Also hätte theoretisch nochmal seine Zeit verbessern können. Er war ein Zehntel schneller als seine Polezeit. Aber vielleicht gab es einen Fehler oder ja, er wusste, nachdem Mats Hussfeld über die Linie war, dass er sich nicht mehr verbessern muss. Hey, aber Kurt Krug zum ersten Mal in den Top 3. Das ist der Wahnsinn. Dann wollen wir mal gucken, ob er das auch gleich im Rennen so umsetzen münzen kann. Mats Hussfeld nur 33 Tausendstel vor ihm. Also da würde ich sagen, das ist ja voller Erfolg für das Infinite-Team. Also Dino Paulini, Mats Hussfeld. Die erste Reihe, Reihe 2, Kurt Koop, Martin Zeissler in Reihe 3, Jochen Bendermacher und Peter Meissner. Bisschen enttäuschend für die WRTs, sah eigentlich sehr vielversprechend aus zu Beginn des Qualis und auch im Warm-up. Platz 4 und 6, ich weiß nicht, ob sie da ganz zufrieden sind, die beiden. Jochen Bendermacher, Platz 5, gilt Ähnliches für ihn. Also ich glaube, alle drei hätten sich eher mit einem Platz mehr ausgerechnet. Allesamt vor Kurt, also das ist schon wirklich, ja, klasse. Dave Müller auf der 7, Elias Drackel auf der 8, Carsten Thienemann auf der 9, Christian Schupfner auf der 10. Und dann haben wir in der 6. Reihe Roman Ocon und Marco Faust, in der 7. Reihe Michael Weber und Carsten Stolze. Puh, erstmal durchatmen, oder? Was sagst du? Oh ja. Oh ja. Nee, mega geil. Auf jeden Fall. Ich freue mich für den Kurt. Platz 3 in der Startaufstellung. Auf jeden Fall ein mega geiles Ergebnis. Starke Leistung. Jetzt will ich aber auch hoffen, dass er das Ganze auch entsprechend umsetzt und im Rennen sich da mal vorne halten kann. Ja, er wird definitiv von Mats jetzt die Anweisung bekommen, da gefälligst dran zu bleiben. Weil wenn dein Teamkollege hinter dir ist und wir wissen ganz klar, Mats ist der Nummer 1 Fahrer im Team, dann kann er sich nach vorne konzentrieren auf die Jagd auf Dino Paulini und muss nicht nach hinten gucken. Und das ist ein sehr großer Vorteil. Ja, auf jeden Fall. So, wir gehen aber jetzt in eine kurze Pause und sind in etwa 5 Minuten wieder zurück. Also dranbleiben. Thank you.
So, wir sind zurück. Auch das Warm-up ist jetzt gleich zu Ende und dann heißt es hier 90 Minuten Rennaction. Ich bin mal gespannt, wie es heute am Start aussehen wird. Beim letzten Mal, ich habe mir die Wiederholung angesehen, gab es doch die ein oder andere größere Lücke. Also, es sei nochmal so viel gesagt, es gibt eigentlich kein Abstandslimit beim fliegenden Start. Solange du ihm nicht in den Kofferraum reinfährst, kannst du ihn direkt an der Stoßstange hängen, dein Vordermann. Ja, aber heute gilt es auch echt aufpassen. Ne? Wir haben den fliegenden Start. Der Start wird am Anfang der Geraden freigegeben und dann geht's mit Impulk, mit Topspeed direkt auf Kurve 1 zu. Da bin ich mal gespannt, wer da den feineren Bremsfuß hat. Ja, hoffe vor allem, dass es keine allzu schweren Kollisionen gibt. Und dass alle 15 Fahrer, ja, mehr oder weniger heil durch die erste Runde kommen, durch die ersten Kurven kommen. Und wir dementsprechend auch ein gutes und faires Rennen sehen. Relativ einfache Bedingungen, also das sollte also schon mal uns in die Karten spielen. So, Dino hat jetzt noch 3, 2, 1 Sekunde Zeit, um rauszugehen. Also die meisten lassen sich da bis zuletzt Zeit. Macht nicht wirklich Sinn, denn die Reifen sind sowieso auf, ja, Raumtemperatur, könnte man sagen. 26 Grad, wenn sie hier losfahren. Ob du da früher oder später rausgehst, Temperatur verlieren die nicht. Sind also nicht vorgewärmt. Und ein bisschen wird jetzt hier reingefahren in Kurve in der ersten Runde, in der Einführungsrunde. Aber viel wichtiger ist es, die Bremsen anzuwärmen. Denn die müssen funktionieren gleich beim ersten Bremspunkt. Das geht ganz einfach, indem man gleichzeitig Gas gibt und bremst. Und wir sehen hier Dino Paulini auf den weißen Reifen. Bahnt sich da ein kurzer Boxenstopp an, genauso auch bei den Infinite-Piloten. Ja, ich denke, wir schauen da mal schnell durch einfach. Also Mats Hutzfeld ebenfalls auf hart, genauso wie sein Teamkollege Kurt Kuhb. Ich denke, wir müssen eigentlich nur mal Ausschau halten, ob vielleicht einer doch die gelben aufgezogen hat. Also sind sie alle sich einig vorneweg. Einzige Möglichkeit wäre dann beim Boxenstopp noch die Reifen zu wechseln, sich dann da gelbe zu holen. Aber es scheint so, als alle, ob alle, ja, alle erstmal mit Durchfahren rechnen. Wieder mal eine flotte Einführungsrunde. Also werden sich die Fahrer abseits vom Safety Car in Double File bewegen müssen. Ja, das ist natürlich jetzt gut für die Vorderen. Wir sehen hier wieder im hinteren Feld teilweise große Lücken. Ja, aber Dino und Mats sind, ja, schwierig von hier außen einzuschätzen, wie schnell sie denn wirklich fahren. So, jetzt müssen die Lücken geschlossen werden auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Und dann das Startsignal orientiert sich am Führenden. Und jetzt ist es auch freigegeben. Ja, ich glaube, er ist vorne an der Linie. Jetzt. Okay, also wir scheinen wohl ein technisches Problem zu haben hier. Einführungsrunde wurde nicht gewertet. Wir fahren jetzt erstmal weiter, mal sehen.
Ja. Ja, da werden sie zu weit vom Safety Car weg gewesen sein. Das könnte bedeuten, dass es eine extra Runde gibt. Also warten wir mal ab, wenn es jetzt gleich nicht losgeht, dann wird es definitiv zu einem Neustart kommen. Ja, also die fahren deutlich zu anständig, dass es hier jetzt Renntempo wäre. Vor allen Dingen waren sie ein Double Fall fast. Gut, hat man noch nie. Müssen wir mal abwarten. Im schlimmsten Fall müssen sie beim Boxenstopp einen Liter mehr nachtanken oder zwei. Ja, komische Situation. Jetzt zweiter Versuch. Na, aber jetzt sollte es funktionieren. Also Dino Pollini auf der Pole. Ne, wahrscheinlich so. Ja, Jochen biegt ab. Na, Also, Jochen biegt ab. da muss wohl was am Server geändert werden. Definitiv ein Fehler in der Technik. Also, alle Aufregung erstmal umsonst. Ja, Jungs, ihr könnt abbrechen. Aber klar, natürlich, die Teams sind jetzt in ihren eigenen Channels. Das heißt also, es gibt keine übergreifende Kommunikation so direkt. Die Daniel, ich lasse dich könnten. mal eben ganz kurz alleine. Ja. Fahrer werden jetzt wahrscheinlich den Ingame-Chat benutzen. Und dann wird es gleich nochmal einen zweiten Versuch geben. Ja, was für Möglichkeiten gibt es jetzt? Natürlich, man kann es einfach nochmal probieren. Ob es denn machbar ist. Das Safety Car war auch nicht wirklich zu sehen. Interessant zu wissen, ob es tatsächlich auf der Strecke war oder nicht. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal das Problem, dass das Safety Car zu schnell war, obwohl es eigentlich nicht so schnell sein sollte. Die zweite Möglichkeit wäre dann natürlich, falls man den fliegenden Start nicht mehr hinbekommt, auf den stehenden Start zurückzugreifen. Also wir werden sicherlich eine Lösung finden, um das Rennen heute Abend noch zu starten und über die Bühne zu bringen. Wie gesagt, jetzt mal sehen, was dabei rumkommt. Also, es wird hier definitiv diskutiert. Ich kann es aber jetzt aufgrund der schlechten Qualität nicht wirklich entziffern. So, also Markus wird uns sicherlich gleich
aufklären, was denn jetzt geplant ist. Ja, ich würde sagen, wir nutzen die Möglichkeit nochmal zum Durchschnaufen. Also holt euch nochmal was zum Trinken oder geht schnell auf die Toilette. Das wird jetzt sicherlich noch ein Minütchen dauern. Und ja, wir steigen dann auch mit dem Kommentieren wieder rechtzeitig ein. Also bleibt dran.
So, wir sind zurück. Wir versuchen den Start nochmal. Leider ist das Safety Car, warum auch immer, ist es mir nicht erklärbar, etwas zu schnell gewesen. Eingestellt ist das Safety Car auf 100 km/h. Komischerweise ist das Ding hier mit 160 km/h gefahren. Sollen wir mal gucken, jetzt werden die Jungs sich der Geschwindigkeit des Safety Cars anpassen und dann sollte hier das Rennen vernünftig starten. Auf jeden Fall ist da echt Handlungsbedarf und da muss Easy mal ganz gepflegt ein bisschen nachlegen. Also die Probleme gestern, jetzt das Problem und da muss mal ein bisschen was dran gearbeitet werden. Ja, ich hoffe, es klappt jetzt. Tut mir leid. Das Rennen geht auf jeden Fall 90 Minuten. Da wird hier kein Hickmack gemacht. Also jetzt heißt es vor allem für die Hinteren da dranbleiben. Wir sehen hier das schon ein höheres Tempo wie gerade eben. Und ja, wir hatten gerade so eine kleine Theorie aufgebracht. Und zwar möglicherweise werden auf einigen Strecken, auf denen das Problem herrscht, nämlich dann die Werte in Meilen gemessen. Und 100 Meilen wären ungefähr 160 km/h. Also das würde dieser Theorie zumindest entgegensprechen. Und ich würde sagen, ja, dann wüsste man zumindest, was das Problem ist. Aber nichtsdestotrotz, heute gibt es kein Drumherum. Jetzt muss eine zügige Einführungsrunde gefahren werden oder eine zügigere. Also bleiben da schon alle relativ dran. Und auch hinten reißt da keiner allzu sehr ab. Das heißt aber auch, die Double Pile wird nicht allzu eng sein. Und dann hoffen wir mal auf jeden Fall, dass das Rennen startet und alles weitere wird sich dann auf der Strecke sowieso klären. So, jetzt geht's hier diesen Schlussbogen hinunter. Ach, das sieht aber ganz gut aus. Ganz hinten vielleicht eine bisschen größere Lücke. So, also jetzt Versuch Nummer 3. Jetzt ist das Rennen also gestartet. 90 Minuten. Geht doch! Und Mats Hutzfeld ist schon daneben. Und auch dahinter muss sich Kurt Kuhn verteidigen. Dino Paulini, wer bremst später? Hutzfeld geht auf Nummer sicher. Kurt Kuhn wird angegriffen. Von ist Zeissler. Alles gut gegangen. Ah, Kurt hier jetzt aber auf der besseren Seite. Stark aus der Kurve raus. Oh ja, da sitzt er jetzt neben ihm. Die nächste Kurve ist eine Linkskurve, also zugunsten für Martin. Ah, oh, da geht er sogar an Eismet vorbei. Klasse Aktion. Kann sich da durchsetzen. Oh, das würde sich nicht gefallen lassen. Der Iceman, da gibt's die Kollision. Aber Iceman drückt ihn direkt wieder gerade. Ja, aber dadurch verlieren natürlich jetzt beide Positionen. Elias Dracke sehe ich da vorbeigehen, auch Peter Meissner. Und ja, natürlich Kurt Kuhb. Und David Müller. Ja. Und das der andere, das dürfte Jochen Bendermacher sein. Die nutzen auch da, versuchen zumindest die Gunst der Stunde zu nutzen. Vorne Dino Paulini erstmal weg. Den freut das natürlich, das Ganze. Ah, Zeissler. Die möchte ich haben. Dino Paulini, 3,5 Sekunden weg von Peter Meissner. Und Martin Zeissler filmt uns jetzt das Duell zwischen Mats Hutzfeld und David Müller. Oh, ist er viel zu spät auf der Bremse. Mats sieht ihn. Ja, aber das kann er natürlich nicht am Ausgang halten, das ist klar. Aber ist jetzt in einer guten Position. Für die nächste Kurve noch Jochen möchte da mit rein. Es hat aber nicht geklappt. Eins, jetzt mal sehen, ob ich es noch hinbekomme. Welches Manöver suchst du? Den hier.
Das war das Manöver von Martin Zeissler, ja, eigentlich gegen Kurt Kuhl, aber er schnappt sich da auch noch den Iceman, ist da. Ja, also da war man ja, viel zu früh auf der Bremse. Hat da auch die Tür ganz schön offen gelassen, das war ja geradezu einladend. Und zurückschlagen haben sich dann getroffen. So, können wir erstmal durchatmen jetzt nach dieser kuriosen Startphase. Also Hutzfeld von der 2 zurück auf die 7. Ja, und Carsten Stolze hat sich da in Kurve 11 gedreht gehabt, ist aber jetzt wieder auf Kurs. Muss mir die Maus lassen, wenn ich das mache. Probieren wir es hier nochmal. Also Dino Paulini auf der 1. Dann Peter Meissner, schon mit etwas Abstand. Kurt Kuhb, Elias Dracke, gefolgt von David Müller. Martin Zeissler, Mats Hutzfeld und Jochen Bendermacher. Dann Simon Christmann, Marco Faust, Carsten Thienemann, Roman Ocon, Christian Schuffner, Michael Weber und Carsten Stolze, du hast es angesprochen. Mit. Ja, vielleicht fangen wir mal den Platzverlust von Carsten Thienemann ein. Der hat nämlich 2 Plätze verloren. Simon Christmann und Marco Faust sind da an ihm vorbeigegangen. Hier in Kurve 1 passiert. Ja, kommt da kommt er raus. Ja, zu weit raus. Aber hinter Simon Christmann auch. Der schafft es aber dann wohl wieder hier vor dem zweiten gelben zurück. Das ist also hier zu der Auflösung. Und es ist sehr, sehr eng um Position 4 und folgende. Ja, David ist an Elias Trackel vorbeigegangen. Und erbt damit die 4. Position. Kurt Kuhb kann sich tapfer auf Platz 3 halten. Und da kommt, ja genau, da war's. Der Austritt von Elias. Also Dino Paulini vorne weg, Peter Meissner, Kurt Kuhb. Auf der 3 und jetzt kommt hier vielleicht der Angriff von Martin Zeissler auf Elias. Ah, ist er zu weit außen. Cancelt richtig beim Anbremsen. Jetzt innen rein. Holt weit aus. Versucht es wahrscheinlich auch wieder zum Anbremsen Kurve 6. Wir sehen hier, wie weit er hier ausholt, um einen guten Ausgang zu haben. Setzt sich jetzt daneben. Das ist ein klassisches Überholmanöver. Und ja, dann später auf der Bremse und sagt vielen Dank fürs Mitmachen. Also ja, wir sehen deutlich, Elias hat sich nicht gewehrt, weiß, er ist in einer guten Position. Man muss er sich nicht mit Martin streiten. Schwimmt da ganz gut mit. Jochen Bendermacher und Mats Hutzfeld, Platz 7 und 8, da sind auch eng. Ja, Thienemann hat es gerade eben probiert, aber ja, Marco Faust, der dieses Jahr deutlich souveräner unterwegs ist als in der vergangenen Saison. Ja, der hat auch gestern am 12-Stunden-Rennen in Bathurst eine sehr gute Performance abgegeben. Also da ist eine deutliche Leistungssteigerung zu sehen bei ihm. Spricht für eine gute Zukunft von ihm. So, Martin Zeissler geht vorbei an David Müller. Wir haben es nicht im Bild gehabt, deswegen schauen wir es uns in der Wiederholung an. Außenrum. Ja, hallo. Nicht schlecht. Ich würde da fast nochmal weiter vorne ansetzen. Ist da vielleicht was gewesen hier mit David? Ja, David hat innen zugemacht. Und Martin war recht schnell neben ihm gewesen, so dass er da sich nicht nach außen hat treiben lassen können. Sondern das, was ich angebahnt hatte.
Und wir haben die nächsten Duelle, Position 5 und 6, Mats Hutzfeld probiert es auch gegen David Müller. Der wird jetzt hier durchgereicht, Elias Trakl ebenfalls vorbei. Das scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein bei Dave. Hier müssen wir hin. Hat jetzt zwei Positionen verloren in der letzten Runde. Und Martin Zeissler, der ihn da überholt hat, wir sehen, der ist schon ein Stück weggefahren. Er konnte sich zumindest da den Platz von Mats Hutzfeld wieder zurückholen. Momentan hier bei den dreien ist es am engsten. Hinten ist ein bisschen Musik, Marco Faust, Roman Ocon, Christian Schupfner auf der 13. Na, ganz schön zurückgefallen. Klebt aber da im Heck von Roman Ocon schon. Und auch Roman Ocon klebt am Marco Faust. Aber momentan müssen wir einfach mal hier drauf bleiben, weil hier ist es. Hier geht's gerade richtig rund. Eine schwierige Situation, vor allem für Mats Hutzfeld. Weil er denkt an die Meisterschaft. Und er wird sich jetzt schon fast denken, okay, ich habe eine Stunde und 20 Minuten Zeit, um wieder zurück auf Platz 2 zu kommen. Aber so weit ist Dino Paulini dann auch nicht wieder weg. Von Platz 2. Ja, das wird schwer genug werden. Kleiner Fahrfehler jetzt sogar. Jochen Wendermacher ist in Lauerstellung und der war ja auch flott unterwegs. Hat sich sicherlich mehr ausgerechnet wie Position 8. Ich wage mal eine leichte Vermutung. Ich glaube, Mats Hutzfelds Auto ist unheimlich schwer, weil der Tank randvoll ist. Peter Meissner im letzten Umlauf mit der schnellsten Rundenzeit. Also Dino Paulini, nachdem er da profitieren hat können von dem Tumult in Runde 1, hat er sich nicht weiter absetzen können. Der Abstand nach wie vor bei 3,5 Sekunden. Kurt weitere 3,5 Sekunden hinter Peter Meissner. Und auch der drittplatzierte Martin Zeissler 4 Sekunden hinter Kurt und 2 Sekunden dahinter die Gruppe, die wir hier im Bild haben. Ja, und Jochen Wendermacher mit einem Topspeed von 276. So, Simon Christmann im letzten Umlauf etwas schneller gewesen als die Jungs vor ihm. Scheint da vielleicht Anschluss finden zu können. Also das jetzt definitiv das Hauptfeld. Momentan, wir haben da noch eine kleinere Gruppe dahinter, das ist gerade eben angesprochen. David klebt da an Elias. Und Elias macht den Fehler. Ja, ist jetzt hier die Möglichkeit, es geht nämlich als nächstes links rum, aber das ist eine... Ah, beide gut gemacht, jeder auf seiner Linie geblieben. Ja, ziemlich schnelle Ecke, das ist wirklich die einzig richtig schnelle Kurve. Nein, Jochen, was macht der da? Jochen rutscht da weg, fliegt übers Gras und erwischt David Müller, der jetzt durchgereicht wird. Ah, da gab es schon den Kontakt mit Mats Hutzfeld. Dadurch kam er quer. Ja, Mats hat gebremst, Jochen scheint da ein wenig überrascht worden zu sein. Hat dann noch versucht, den Anker zu schmeißen. Dann geht's das nächste und zwar das hier. Kurt Koop. Ohne Fremdeinwirkung. Verliert seine Position an Martin Zeissler. Und fällt zurück auf die 4. David Müller zurückgereicht auf die 13. Ja, und das sieht nicht gut aus.
Nein, 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 nein. Da ist definitiv was schief in dem Weg von Dave. Ja, Dave muss jetzt hier wesentlich langsamer durch die Kurven fahren. Mats Hulsfeld und Jochen Bender machen sie nach wie vor zusammen. Vor ihnen jetzt Simon Christmann, der hat sich durch das Ganze auf die 6 schieben können. Elias Trakl, Martin Zeissler als Dritter. Peter Meissen, Zweiter, Lino Paulini. Erster Abstand zwischen 1 und 2, 3,5 Sekunden, da tut sich nichts. Oh nein, oh nein. Kurt, die zweite. Ja, was macht ihr denn da? Jetzt geht er noch Carsten Thienemann vorbei. Ja, und das sind die Positionen bis einschließlich Carsten Thienemann, Position 8. Dazu Kurt jetzt nur 9. Er ist ohne, halt so. Ohne Fremdeinwirkung von 3 auf 9. Da unten hier mal eben kurz den Mario aufzuklären. Der schreibt im Chat, normalerweise wartet man dann. Mario, ja, hast du recht. Allerdings gibt es bei uns keine Gentleman-Regel. Denn viele haben da einen Kippschalter im Kopf und bleiben dann auf der Strecke einfach stehen. Und der nachfolgende Verkehr muss dann gucken, wer da vorbeikommt. Deswegen ist bei uns die Regel, wenn was passiert ist, auf jeden Fall dann gucken, dass wir weiterfahren. So, Dino konnte sich diese Runde zum ersten Mal wirklich absetzen. 41,3 im Vergleich zu 41,7. Und Mats ist ziemlich nah dran an Simon Christmann. Ja, da zieht er auch schon raus. Es geht um Position 5, hat die bessere Linie. Und kein Problem, jetzt muss Simon aufpassen. Dadurch, dass er jetzt natürlich anders anbremsen musste, konnte Jochen die Lücke gleich zufahren und das ist eine gute Möglichkeit. Wenn er jetzt den Ausgang gut erwischt, wir sehen es im virtuellen Rückspiegel von Simon. Er ist noch nicht nah genug dran. Später auf der Bremse, aber ja, das wäre dann zu aggressiv gewesen. So, damit Mats Hulsfeld jetzt erstmal weg und Jochen Bender macht unter Zugzwang. Denn wir haben es gesehen, er konnte ihm eigentlich folgen, zumindest in diesem Paket. Der nächste Fahrer vor ihnen, Elias Trakl, da wird Hulsfeld drauf auflaufen im Laufe der Zeit. Und wenn du da natürlich dahinter bist, dann kannst du vielleicht davon profitieren, wenn nicht, dann nicht. Ja, für Kurt Coop auf jeden Fall heute mal eine ganz ärgerliche Geschichte. Da startet da endlich mal von Position 3 aus ins Rennen, hat sämtliche Möglichkeiten vor sich und schmeißt dann zweimal das Auto weg. Das darf nicht wahr sein. Also, ob der BMW noch läuft oder nicht, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ist er schnell genug, dass er vorbeifährt an Christian Schupfner. Das war aber dann noch nicht das Ende vom Lied. Da kommt der Gegenangriff. Kontakt am Kurveneingang. Christian ist da der Leidtragende.
Christian ist zu früh in den Scheitelpunkt rein und hat da irgendwie den David übersehen. Ich denke, so können wir es ganz gut sehen. Ja. Da hat Christian den David nicht auf der Rechnung gehabt. Und dann gibt es noch Folgendes zu vermelden, und zwar ein Kurt Coop mit Feuer im Blut. Da gab's eine Kollision zwischen Jochen Bendermacher und Carsten Thien, nicht Carsten Thien, meinst du, Christmann. Und Kurt hat sich beide geschnappt, aber das schauen wir uns. Also wir haben es nicht angezeigt bekommen hier. Schauen wir uns das hier nochmal an. Ja, also Simon dreht sich vor Jochen, steht ihm dann genau im Weg. Und Kurt sagt: Danke, das sind schon mal zwei Positionen, die ich wieder habe. Und ich kann euch so viel sagen: Es hat sich nichts mehr geändert. Also weiterhin Coop, Bendermacher, Thienemann. Dann schauen wir uns das Ganze mal im Live-Bild an. Dankeschön, Computer, dass du funktionierst. Und hier haben wir es also. Kurt auf der 7, Jochen auf der 8 und ja, Carsten Thienemann auf der 9, davor Simon Christmann, der das Ganze ja eigentlich ausgelöst hat, hat seine Position behalten. So, Peter Meissner muss jetzt erneut abreißen lassen, der Abstand zwischen ihm und dem Spitzenreiter Dino Paulini. Bei Jochen läuft es gar nicht rund. 5 Sekunden. Jochen da wieder mit einem Dreher und Platzverlust. Da dreht sich Zeck raus. David Müller geht da vorbei, ist da noch. Guckt auf ein Spiel, trifft das Hütchen. Ja, also wir haben es gesehen, diese Randsteine sind ziemlich gefährlich. Und einige probieren hier irgendwie, scheint mir zumindest so, als ob sie ihre Fehler wieder gut machen wollen. Wobei es im Rennsport so schönen Spruch gibt, dass du deine Fehler nicht wieder gut machen kannst. Du kannst nur gucken, dass du keine weiteren machst. Ja, dann begrüße ich da mal ganz schnell hier im Livestream einen von Incasso Sim Racing. Hallihallo, Federalala. Und wir sind hier in der letzten Kurve vor Startziel. Ja, die ersten beiden schon ein gutes Stück weg. Dann Martin Zeissler momentan auf dem dritten Platz, im letzten Podestplatz. Ilja Stracke, ja, wie gesagt, Mats Hutzfeld, der wird langsam auf ihn auflaufen. Und dann, das hat natürlich Zeit gekostet, Simon Christmann, Kurt Coop, Carsten Thienemann und Marco Faust, Roman Ocon, David Müller, Jochen Bendermacher. Auf der 13, das ist Christian Schupfner, Michael Weber und Carsten Stolze auf der 14 und 15. Sind wir ein bisschen zu weit weg, dass wir jetzt noch draufbleiben, gehen wir auf Platz 10, Roman Ocon momentan. Also der Letzte in den Top 10 wird gejagt von David Müller. David. David Müller, ja. Dave, heißt er eigentlich Dave oder heißt er, also David oder David? Also David wird's geschrieben, er sagt, David wird's ausgesprochen. Ich habe mir mühselig angelernt, David zu sagen, weil ich habe anfangs auch, ich habe über ein Jahr lang David gesagt. Ich meine, David ist ja auch ein normaler Name. Aber nicht, wenn du mit Nachnamen Müller heißt. Dann ist es nicht mehr normal, weißt du, was ich meine? Also nicht mehr alltäglich. Von dem her, ja. Wie auch immer. Rein theoretisch ist ja beides richtig. Ja, also ich meine, Chess Daniel und die Engländer sagen zu mir Daniel und im Grunde, ja. Ja genau, sag einfach Herr Müller. Ja, der gute Herr Müller. In Lauerstellung, Angriffsposition. Ja, Roman, nicht unbedingt ein Fahrer, der Dave auf Dauer hinter sich halten könnte. Aber vorbeifahren musste erstmal. Darf es nicht für selbstverständlich nehmen. Ja, Roland ist auch, der
Jetzt habe ich den Faden weg. Der Roman ist auch nicht so gewohnt, hier GTs zu fahren. Den habe ich aus einer Open-Wheeler-Liga abgeworben. Der ist mit dem Dino Paulini zusammen in der R-Faktor 2 DSFM gefahren. Und da kommt der Fehler. Oh, Jochen. Und hat er ihn da berührt? Nee, das ist nochmal gut gegangen. Na, ich glaube auch, gell? Also, da ist da Jochen Wendermacher in die Eisen gegangen. Das war knapp. Ja, hat es da gerade noch zu kommen gehen. Roman Ocon. Christian Schuppen ist auch noch vorbeigegangen, also zurück auf die 12 durch diese Aktion. Auf die 13 geht es für ihn. Christian Schuppen ist auf der 12 jetzt. Und ja, abseits der Kamera hat sich noch Folgendes abgespielt. Ah, außenrum? Nee. Da hat einfach der Ausgang nicht gestimmt von Elias. Und wenn du dann daneben bist, ja, irgendwann hast du gewonnen. Gutes Manöver von Mats. Und ja, der Ausgang auf die Gerade passt dann auch. Wohl keine Chance mehr für Elias, dann hier nochmal zurückzukommen. Ja, hat jetzt auch schon ein bisschen Abstand. Ist keine Überraschung. Also Mats Hutzfeld zurück auf der 4. Der nächste wäre Martin Zeissler. Und der ist knapp 8 Sekunden weg. Also nach einer Stunde oder mit einer Stunde und 5 Minuten noch auf der Uhr stehen die zwei WRTs noch zwischen ihm und Dino Paulini. Insgesamt der Abstand zwischen Dino und Mats sind 22,7 Sekunden, also auch nichts Unmachbares. Allerdings, ja, das wird schon sehr, sehr schwer werden. Mal eben kurz eine kleine Information einschieben für die Jungs von Inkasso Racing. Die wollen nämlich beim nächsten Langstreckenrennen in Sparbett fahren. Als Info, ja, ihr könnt euch entweder einfach bei uns zum TS melden, entweder Marco anhauen oder natürlich auch mich, klar. Anmelden, registrieren auf p1-simracing.net. Das ist unsere internationale Seite. Aber da bitte mit realem Namen, erste Buchstabe groß, keine Umlaute, keine Sonderzeichen. Und da könnt ihr euch dann auch in die Entry-List eintragen. Aber das können wir dann auch zusammen machen. Wie gesagt, ich bin immer im TS, einfach vorbeikommen. Ich würde mich freuen, finde es toll, wenn immer neue Teams rankommen und mitfahren möchten. Wie gesagt, klären wir alles die Tage und dann geht's rund. Keine Umlaute, ganz wichtig, Lokale müssen erst gekauft werden. Genau. Kurt im Genick von Simon. Ja, das, wenn er die Kurve bekommt, das ist ein großes Wenn. Das gibt's doch nicht. Ja, das hat man schon im Ansatz gesehen. Da ist er entweder viel zu schnell oder Simon Christmann war viel zu früh auf der Bremse, aber ja. Da lobt man den Jungen wirklich da mal so in den höchsten Tönen, ne? Top-Platzierung und dann knüppelt er hier heute sowas raus. Mann, Mann, Mann. Sehr viel Überschuss, muss innen anbremsen und ja, also ja, da fehlen 3-4 Meter, Kurt. Ja, dann hier außen an den Bumpern muss er vorbei. Zurückgefallen jetzt auf die 8. Simon Christmann, der war ja sowieso schon vor ihm, aber auch Carsten Thienemann ist vorbeigegangen. Ja, wo es eng ist, das ist eine Position dahinter, nämlich Platz 9, 10 und 11. David Müller vor müsste Marco Faust sein und dahinter ist es Jochen Wendermacher. Also klasse Bild hier, Marco Faust auf der 9. Ja, der kommt. Mit zwei Piloten im Nacken, die beide schon Rennen gewonnen haben. Die beide schon Meisterschaften gewonnen haben. Also
Das ist jetzt eine ganz große Aufgabe für ihn. Aber Marco Faust ist von den Rundenzeiten nicht weit weg. Also rein fahrerisch kann er sich momentan sehr gut mit den beiden duellieren. Marco hat sich auch unheimlich gut hier auf das Rennen heute vorbereitet. Ist sehr viele Trainingskilometer gefahren. Spricht alles für ihn. Ja, Angriff jetzt von Jochen Bendermacher. Dann kann ich noch berichten, dass Carsten Thienemann sich gedreht hat. Das gibt's gleich im Bild. Jetzt aber erstmal hier der Angriff von Jochen auf Dave. Ah, David bleibt neben ihm auf der Außenbahn. Und jetzt geht's wieder rechts rum. Also komm, aufs Bild. Da kam auf jeden Fall besser aus der Kurve raus. Müller sollte da auf jeden Fall vorne bleiben. Und so ist es auch. So, jetzt gibt es den Fehler von Carsten Thienemann. Ich habe Dreher gesagt. Kann auch sein, dass er nur draußen war. Ah, wo will er denn da lang? Ja, da ist... Ja, da kann man nicht überholen. Und da hat er Glück, dass er unfreiwillig abkürzt. Ja. Geht in Ordnung, er verliert dadurch Zeit und dann im Hintergrund haben wir es gesehen. Ja, ging das Duell Müller-Wendermacher los. Hat ja auch Platz verloren, also... ist da einem Unfall ausgewichen. Ja, hast gesehen, er wollte da eben den Knick durch innen, aber ja. Da hat aber der Simon zugemacht. Ja, hat man nicht mitgespielt und. Ja, aber das war auch ein bisschen optimistisch. Ja, macht nichts, das fällt nicht auf heute. Das fällt nicht auf, ich fange langsam an zu lispeln. Man weiß nicht warum. Kommt mit dem Alter. Andere kriegen schlechte Augen. Oder ein schlechtes Kreuz. Ich krieg eine schlechte Zunge. Das muss man sich hier mal auf der Zunge zergehen lassen. David Müller, Jochen Bendermacher hinter Marco Faust. Nein, Marco kommt da zu weit raus. Ah, verdammt. Ich sollte echt aufhören, hier die Leute im Stream zu loben, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas sage, passiert das auch schon mehr. Mann. Also David jetzt auf der 10, Marco Faust, David auf der 9, Marco Faust auf der 10. Er konnte sich aber stark verteidigen da. Noch gegen Jochen Bendermacher zumindest. Am Ausgang. Ja, aber ich hätte es wirklich noch gern gesehen, so die ein oder andere Runde, wie er da Dave Müller hinter sich halten kann. Nichtsdestotrotz Platz 10. Daumen drücken, dass er das halten kann. Also dieses Hauptfeld, von dem ich vorher gesprochen habe, das ist alles andere als auseinandergerissen. Die Position 6 bis 11. Jetzt innerhalb weniger Meter wieder. Keine 10 Sekunden trennen. Den 12-Platzierten sogar, Christian Schupfner vom 6-Platzierten. So, gleiche Situation wie vorhin. Diesmal geht's Kurt aber etwas ruhiger an und Jochen Bendermacher geht derweil an Marco Faust vorbei. Jetzt hier der Angriff von Kurt Kuhn gegen David, gegen Simon Christmann. Das ist noch nicht vorbei. Kurt müsste eigentlich den bisschen besseren Exit gehabt haben. Und Simon geht auf die Kampflinie. Lässt da nichts anbrennen. Simon hat oft gezeigt, dass es nicht leicht ist, wenn er nicht will. So, hier nochmal das Überholmanöver Jochen Bendermacher an Marco Faust vorbei in Kurve 1. Und Elias Tracke auf der 5. Mit einer kleinen Exkursion. Na wirklich nur einer kleinen. So, Simon Christmann hält die Bande beisammen momentan.
in direkter Verfolgung jetzt Kurt Koop, Carsten Thienemann und Dave Müller und Jochen Bendermacher, der jetzt auch an Marco Faust vorbei ist, der wird dann wohl nicht lange auf sich warten lassen, bevor er sich dann auch hinten dran hängt. Ja, ich will jetzt nicht das Unheil beschreien, aber heute sieht es echt gut aus für das WRT-Team. Peter Meissner auf der 2, Martin Zeissler auf der 3. 6 Sekunden dahinter. Oh nein! Oh nein! Das sah so gut aus, Kurt Koop mit dem Dreher. Da würde ich gerne die Kamera nehmen. Er geht innen rein, sie fahren zu zweit durch die Kurve und die leichte Berührung reicht aus, dass sie sich wegdreht. Ah, echt schade. Ja, das ist echt eine bittere Pille heute für Kurt. Und wieder zurück auf Platz 12. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht 4000 Mark an. Ja, also das ist so ein typischer Rennunfall jetzt. Da kannst du ein Bild von ins Lexikon hängen. Eigentlich alles richtig gemacht von beiden und diese kleine Berührung reicht eben aus, dass es zur Kollision kommt. Kannst du keinen einen Vorwurf machen. Im Grunde hätte Kurt ein bisschen langsamer sein müssen. Dann hätte er die Kollision verhindern können, aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Also, ja, nichts zu machen. Ja, außer kannst du mal den Duden nehmen, aufschlagen, Pech, findest ein Bild von Kurt. Ja, der Ansatz sah sehr gut aus, auf jeden Fall. Ändert die Situation in der Gruppe aber nicht wirklich. Da geht's trotzdem weiterhin heiß her. Also, von mir aus kannst du weitergehen. Denn dann sind die restlichen 55 Minuten im Nu vorbei. Und das meine ich jetzt nicht negativ, weil ich hier weg will. Sondern weil Kurzweile einfach besser ist wie Langeweile. So, David Müller zieht raus. Hat jetzt leicht die Nase vorne und geht an Carsten Thienemann vorbei, der wieder zu weit rauskommt. Und auch Jochen Bendermacher schlupft da noch mit durch. Schlüsselstelle des Rennens bisher, Kurve 1. Auf jeden Fall nicht die Kurve von Carsten. Ja, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Immer wieder kleine Fehler. Und das ist ja auch so eine Mutkurve so ein bisschen. Du kommst ziemlich schnell rein. Und wenn du nicht sicher bist, ob jemand neben dir ist oder nicht, dann kannst du mal ganz schnell die Linie einfach verpassen. Obwohl die Kurvengeschwindigkeit an sich eigentlich nicht allzu hoch ist, also es müsste so um die 120, 130 km/h vielleicht sein. Hört sich erstmal schnell an, ist für diese Autos aber relativ langsam. Aber es ist natürlich am Ende der längsten Geraden. Von dem her ist der Bremspunkt dementsprechend. Ich schaue gerade mal, wer wo auf der Karte ist und ich muss sagen, Dino Tollini. Ein Mordsvorsprung, aber auch Peter Meissner und Martin Zeissler sind da wirklich weit nach vorne gefahren. Mats Hützfeld hat zu knabbern da, kommt langsam ran und dann kommt die wirklich große Lücke erst auf den fünftplatzierten Elias Trackel. Und dahinter ist es alles noch recht eng. Ja, Christian Schuffner, Position 11, aber um ehrlich zu sein, sah heute bisher noch nicht wirklich so aus, als ob er ganz vorne reinfahren könnte. Ihm scheinen heute vielleicht das ein oder andere Zehntel zu fehlen, um hier wirklich Kapital draus schlagen zu können aus den vielen Fehlern der anderen Fahrer. Sein Saison-Highlight, natürlich das Eröffnungsrennen im Regen von Hockenheim. Als er den zweiten Platz holen konnte. Und jetzt im Duell mit Marco Faust. Marco zeigt hier heute mal richtig Eier, also für den läuft es ganz gut. Sache, der muss einfach nur mehr fahren, dann fluppt das. Und heute wirklich eine richtig gute Performance hier auf dem Asphalt von ihm. Ah, das gibt's noch nicht. Ich sollte echt nicht mehr über die Fahrer reden, du.
Stuttgart geht da auch noch dran vorbei. Ein bisschen was zu optimistisch. Beim Ansatz, ich würde sagen 10 cm zu weit links und 3 km/h zu schnell und er hat es ein bisschen zu spät korrigiert. Also jedes Mal, wenn du ihn in den Mund nimmst, macht er einen Fehler. Der hat wahrscheinlich einen Streamer und hört dir zu. Der Mario sagt gerade, ich soll einfach mal über alle Fahrer ein bisschen reden. Und dann gleicht sich das wieder aus. Also red noch mal über den Führenden. Dino Paulini. Dino Paulini, da ist er im Bild. Der Meisterschaftsführende. Auf dem Weg zu einer neuesten schnellen Runde. 10 Sekunden sein Vorsprung inzwischen auf Peter Meissner. 20 ja. Auf Martin Zeissler, 25 auf Mats Hutzfeld. Ja, Dino, diese Saison neu hinzugekommen. Auch einer, den ich aus der Open Wheeler Liga abgeworben habe. Fährt zum ersten Mal bei uns hier bei P1 Gaming in der GT mit. Hat das erste Rennen und das zweite Rennen gewonnen. Erste Rennen, ein bisschen Glück. Da hatte Mats Hutzfeld eine Begegnung mit einem Pöller gehabt. Zweite Rennen top gewonnen, da gab es nichts. Das dritte Rennen konnte dann Mats Hutzfeld für sich entscheiden. Dass die ersten beiden Rennen kein Zufall waren, zeigt er auf jeden Fall heute. Super Performance und ist da auch ganz gewaltig am Angasen. Peter Meissner, Martin Zeissler, meine zwei Sorgenkinder. Performance-mäßig wahnsinnig stark und muss man in den Top 5 auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Beide sehr flott. Letzte Saison musste Martin die Kohlen aus dem Feuer holen, da lief es beim Peter nicht so rund. Diese Saison läuft es beim Peter gut und Martin schmeißt das Auto zwischendurch mal weg. Aber momentan beide auf 2 und 3, da wo ich sie eigentlich immer auf meiner Rechnung habe. Und momentan läuft es echt gut für die. Ja, Mats Hutzfeld nur Vierter. Also der wird, glaube ich, da nicht so ganz zufrieden heute mit sich sein. Das hat er sich, glaube ich, auch anders ausgerechnet. Wer für mich hier heute der goldene Gockel ist, das ist der Fünftplatzierte, Ilias Trackel. Trotz zwei Fahrfehler hält er sich da echt gut. Und mal gucken, ob das die letzten 50 Minuten noch so bleibt. Ja, Simon Christmann, der Mann, der ganz gern das Mittelfeld so ein bisschen aufmischt, immer für ein paar gute Fights sorgt. Ja, riskantes, aber am Ende erfolgreiches Manöver von Jochen Bendermacher. Ja, aber das sah mir nicht so ganz erst rein aus. Also wenn wir das noch mal reinholen. Das war mehr so auf der letzten Rille. Ah, da kann er. Da kann er aber. Aus der Sicht von David Müller nochmal. Genau, da kann er von Glück sagen, dass David mitgespielt hat. Weil David wollte da auch gerade reinstechen. Ja, aber kriegt sein Auto weit genug nach vorne. Als für mich ein. Ja, muss man nicht unbedingt machen, aber im Endeffekt war es dann okay. Weil er kriegt seine Nase weit genug rein, innen. Sodass David eben nicht einlenken kann. Oh nein! Ich wollte gerade sagen, da Jochen hat David wieder vorgelassen. Jetzt klärt sich sowieso wieder auf. Ja. Also auf jeden Fall die richtige Geste von Jochen Bendermacher, da zu sagen, ey komm David, das war grenzwertig von mir, ich lass dich wieder vor. Und dann kommt hier der Fehler von Simon Christmann und
Ja, Jochen verliert direkt noch zwei weitere Plätze. Ja, Kurt Krug auch wieder mit von der Partie. Schauen wir uns das auch nochmal an. Er will da gleich daraus Kapital schlagen, aber so geht's natürlich nicht. Also, Kurt ist da. Das gibt's doch nicht. Kurt Krug fährt da rückwärts auf die Ideallinie. Er ist da erneut so optimistisch, wollte ich sagen. Und ja, zumal Kurve 8 hat Korda auch immer wieder gesagt, Jungs, innen, Finger weg von Kirk, der ist zu hoch. Wenn ihr da mit den rechten Reifen über den Kirk rausgeht aufs Gras, dann haut's euch vom Auto her weg. Und genau das ist dem Kirk gerade passiert. Wo ist er denn jetzt hin? Da war er. Ah, okay, das war das. Dann haben wir noch folgendes Manöver im Angebot. Christian Schuffer ist dieselbe Stelle, wie gerade eben Jochen Bendermacher David Müller überholt hat. Also ich würde sagen, da kann man sich schon innen reinbremsen. Das war vielleicht nur im ersten Moment so. Klar, das war jetzt natürlich kontrollierter als das von Jochen. Aber es geht schon an dieser Stelle. Und dann haben wir noch das hier. Und das ist dann mehr das Abbiegen von Marco Faust als ein wirkliches Überholmanöver. Denn die ersten Boxenstops, die laufen im Moment. Marco Faust. Und der sich jetzt in diesem Moment wieder in Bewegung setzt. Und dahinter Kurt Krug. Ja, viele Boxenstops, die gerade hier angekündigt werden. Wir sehen es daran, dass ganz viele draußen stehen. Also, denke ich mal, wird da jetzt der Chicken One auf die Box losgehen. Bei einigen jetzt doch. Ja. Wer riskiert was und wechselt vielleicht nochmal die Reifen? Bei so einem turbulenten Rennen kann sich das durchaus lohnen. Kurt Krug hat gewechselt, der hat die Weichen drauf. Junge, ich hab Adleraugen, ey, das gibt's ja gar nicht. Also jetzt mit Weich in die zweite Rennhälfte, denkt sich, alles oder, ja, nichts habe ich schon, also, ja, probieren wir was. Kann nur alles oder nichts jetzt. Momentan Platz 14, gut, jetzt die Boxenstops müssen das Ganze bereinigen, aber es ist eine gute Entscheidung, um auf jeden Fall vorne anzugreifen jetzt. Denn vorne die Jungs, die werden da, glaube ich, mit so einem Hick wegmachen. Ja, und um Gottes Willen. Das ist, ja, Simon Christmanns Fahrzeug oder das, was davon übrig ist. Das sah böse aus. Das sah aus, als wenn, ja, was soll ich sagen, Simon musste da irgendwie korrigieren. Jochen hat gesehen, er kann da rechts neben sich setzen. Simon hat korrigiert und dann haben sie sich getroffen. Hier. Na, Simon kam da ins Driften. Hast du gesehen? Ja, ja. Simon kam ins Driften, wollte korrigieren und da war die Berührung mit Jochen, aber da kann Jochen jetzt nichts führen. Also Simon hatte da Übersteuern gehabt. Die Lücke war da gewesen für Jochen. Eigentlich ein astreines Ding gewesen. Kurt mit weichen Reifen an der Box in der Zwischenzeit gewesen. Carsten Stolze, Roman Ocon und Elias Drackel. Und Martin Zeissler auf Position 3 liegend. Nein, das gibt's. Oh, das gibt's doch nicht hier. Martin Zeissler putzt das Auto weg. Ja, damit. Mats Hutzfeld jetzt auf der 3. Kurt erneut in der Box. Eventuell noch eine Durchfahrtsstrafe mitgenommen. Könnte sein. Wir haben jetzt die Einfahrt nicht gesehen. So, und jetzt überschlagen sich langsam die Ereignisse. Alles nach der Reihe. Zunächst Jochen Bendermacher.
Auch so funktioniert es nicht. Also langsam. Mir kommt es wirklich so vor, als ob sie es nicht können. Also nicht, als ob sie es nicht können, sondern als ob sie es einfach gerade im Kopf nicht zusammenbekommen. Ja, Jochen Bendermacher gibt hat auf. Abgestellt dadurch, ja. Und Elias Trakl praktisch zeitgleich an einer anderen Stelle der Strecke. Nächste Leichtsinnsfehler, möchte ich jetzt mal sagen. Hier ein bisschen zu viel gewollt in der Kurve, wo man eigentlich nichts rausholen kann. Also sortieren wir mal schnell durch, soweit es denn möglich ist. Dino Paulini, Peter Meister, da hat sich nichts geändert, beide noch nicht an der Box gewesen. Dann Mats Hutzfeld, vorbei an Martin Zeissler. David Müller auf der 5, momentan vor Carsten Thienemann und Christian Schupfner. Dann der erste, der an der Box war, Elias Trakl auf der 8. Sollte Boxenstopp gereinigt, dann wieder auf die 5 vorfahren. Michael Weber auf der 9, wir erinnern uns, der kam gerade eben von der 14. Also nur mal so viel zum Thema einfach mitmachen. kann diese Saison wirklich einiges bringen. Roman Ockhorn auf der 10, Jochen Bendermacher 11. Jochen Bendermacher noch ohne Boxenstopp. Und dann der Rest alle mit Boxenstopp schon. Marco Faust, Kurt Krug, Carsten Stolz und Simon Christmann. Der jetzt sein Kadaver. Ja, David klammheimlich. An die Box gestellt hat. Wird mir jetzt aber auch in diesem Moment als DNF angezeigt. Also ja. Auch er hat abgestellt, ja. Das war nach dem Abflug fast schon zu erwarten. Ja, und die nächsten Boxenstops kommen da. Kurt Krug fängt an. Ja, erneut. Also jetzt zum dritten Mal schon an der Box. Jochen Bendermacher zum ersten Mal. Ja, aber dafür fährt Jochen Bendermacher nicht mehr raus. Jochen ist raus, genau. Ja, steht nämlich bei Status, steht momentan noch in Pit. Da habe ich mich ablenken lassen. Also, Kurt, ja. Der Einzige, der an der Box ist momentan. Ja, Shinto macht auch wieder den typischen Fahrerfehler. Man sollte nicht fahren und gleichzeitig auf den Ohren noch den Stream hören. Das führt nur zu Fehlern. Ja, Jochen, vielleicht bekommen wir ihn gleich noch hier in die Kommentatorenkabine. Vielleicht kann er ein paar Worte zu sagen, was da Sache ist. Ich hätte das Auto nicht abgestellt. Denn man sieht auch vorne passieren Fehler und das, man kann sich da wieder in die Top 10 zurück. Nein, ja, ich denke einfach, für Jochen ist die Meisterschaft nicht so wichtig. Der schaut da nicht so genau drauf. Dem geht es um das einzelne Rennen jeweils und wenn er keinen Bock mehr hat, dann hat er keinen Bock mehr, sozusagen. Ja. Und Vor allem, weil er natürlich auch, weil er hat ja natürlich von sich den Anspruch, ein fehlerfreies Rennen zu fahren. Und dann bist du natürlich schneller enttäuscht, als wenn du, sag ich jetzt mal, ein Fahrer bist, der immer mal mit einem Fehler rechnet. Von sich oder von anderen. Martin Zeissler hier, ja. Hat da aber Glück gehabt. Bisschen neben der Strecke. Achtunddreißig hier auf der Uhr. Dino Paulini führt, seit das Rennen hier gestartet wurde. Ja, läuft ganz gut für ihn. Für wen es auch ganz gut läuft, ist Michael Weber. Der ist momentan auf Platz 9. Allerdings war der, glaube ich, noch nicht in der Box gewesen. Müssen wir gleich mal ein Auge drauf halten. Ja, muss noch zum Service. Aber ja, da ist ja natürlich noch einiges los. So, jetzt der nächste Boxenstopp von David Müller. Ja, Carsten Thienemann, Christian Schupfner gehen da dran vorbei. Ja, Kurt Krug jetzt echt weit abgeschlagen auf Platz 14. Ja, vielleicht kommt Simon mal uns hier besuchen und sagt, was da genau passiert ist. Genauso auch Jochen wäre ganz interessant. So, der Führende in der Box.
und weitere Boxenstops kündigen sich da an. Ah, ein langer Stopp. Im Hintergrund sehen wir auch jetzt Mats Hutzfeld, der sein Service macht. Standzeit Pi mal Daumen, 18, 19 Sekunden. So, bei Mats vielleicht gleich auch mal auf die Reifen gucken, ob der auf den Mats harten Mats stand, glaube ich, deutlich kürzer. Ja, er bleibt auf den harten. Peter, der ist natürlich draußen. Wo haben wir ihn? Hier, Dino, ebenfalls harte, aber... Also... Würde mich jetzt nicht wundern. So, noch nicht an der Box waren Carsten Thienemann und Christian Schupfner. Ilias Trackel habe ich auch noch nicht in der Box gesehen. Das also, könnte sein, dass die jetzt kommen. Also Mats hat für mich den gefühlt kürzeren Stopp gehabt, aber ich muss auf Zeiten warten, um das zu bestätigen. Und das werden ja, jetzt die Sektor 1 Zeiten sein. Also Dino Paulinis Sektor 1 Zeit war eine 86,8 und Mats Hutzfelds eine 84. Peter Meissner kommt jetzt rein, ist in der Boxengasse, kommt zum Service. Ja, und zwei weitere haben sich angekündigt. Genau, Platz 9 fährt rein. Das ist Michael Weber, der jetzt in die Box kommt zum Service. Da sehen wir ihn. Dino Paulini wieder vorbeigegangen. Und auch Peter mit einer ähnlichen Standzeit. Also die Strategien vorne an der Spitze, alle dieselben. So, da Martin Zeisser ist natürlich vorbeigegangen. Dino Paulini kommt jetzt erst über Startziel. Ja, ich vermute mal, dass wir jetzt Carsten und Christian sehen, weil da zwei Boxencrews draußen waren. Ich gucke jetzt mal auf die Karte. Jawohl, einer biegt ab. Und zwar Carsten Thienemann kommt an die Box. Christian Schupfner bleibt noch draußen. Und dann das heißt, noch zwei Leute kommen jetzt auf jeden Fall rein. Die Frage ist nur, wer kommt? Michael Weber reiht sich auf Platz 10 wieder ein. Ja, momentan vor der Strecke selbst gibt es momentan nicht so viel zu berichten, deswegen können wir uns sehr gut auf die Boxenstops konzentrieren. Michael Weber auf der 11 wieder raus und wir sehen es, Carsten Thienemann wird auf der 8 wieder rauskommen, denn in diesem Moment geht David Müller noch an ihm vorbei. Und ein sehr, sehr guter Boxenstopp und erster Sektor, nehmen wir es mal so zusammen, von Peter Meissner. Hat 3 Sekunden gut gemacht auf Dino Paulini. Der Abstand der Form, Boxenstopp circa 10. Wir sind jetzt auch wieder bei 7 Sekunden, also das passt auch dementsprechend. Ja, aber ich denke mal, Martin wird jetzt auch gleich abbiegen. Kommt jetzt in die letzte Kurve. Peter ein bisschen näher gekommen. Ja, und da fährt er ab in die Box, da steht er sogar schon. Damit geht Dino Paulini wieder in Führung. Das Fernduell geht zwischen ihm und Mats Hutzfeld, aber es ist kein wirkliches Duell, außer Mats Hutzfeld hätte jetzt einen Fehler gemacht abseits der Kamera. Christian Schupfner jetzt auch in der Box und Martin kommt auf Platz 3 wieder raus. Mats, das wird eng, muss das wird richtig vorbei. Eng, Junge, das wird eng, das wird richtig eng. Da ist er. Mats Hutzfeld ist vorbei. Ja, aber gerade so. Ah, Martin. Da guckst du, wa? Ja, also er ist deutlich näher dran wie vor dem Boxenstopp, Martin. Das wird jetzt interessant zu sehen zu sein.
ob er da dranbleiben kann. Im Grunde schon, spricht eigentlich nichts dagegen. Schnellste Runde, Mats Hutzfeld 41,4, schnellste von Martin Zeissler 41,5. Also praktisch denselben Rennspeed, da kommt es dann auf die individuelle Runde an. So, alle jetzt beim Boxenstopp gewesen, das heißt, das Feld, so wie wir es haben, ist wieder in ihren Positionen. Paulini, Meissner, Hutzfeld, Zeissler. Dann auf der 5 Elias Drackel zurück, Dave Müller auf der 6, Christian Schuffner 7, Carsten Thienemann 8, Roman Ocon 9, Marco Faust 10, dann Michael Weber 11, nach seinem Boxenstopp Carsten Stolze 12 noch im Rennen, Kurt Koop auf der 13, Bändermacher Christmann ausgeschieden. Ja, Kurt Koop, ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, hier heute die rote Laterne zu bekommen. Ja, aber da ist ja auch einiges nicht nach Plan gelaufen. Und der Abstand zu Carsten Stolze über eine Minute. Alter, da hat er heute mal richtig ins Klo gegriffen. Schade, dass wir die Replays nur 3 Minuten lang haben. Sonst hätten wir doch noch mal so das ein oder andere vom Curti zeigen können. Hätte ich mal ein bisschen vor- und zurückgespult, hätten wir das Ganze mal ein wenig analysiert. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Elias Drackel geht da an Martin Zeissler vorbei. Nein, tiefer. Das gehört zusammen. Also das ja. Ist erst, da geht erstmal der Heckspoiler dahin. Schön groß an die Boxencrew. Und ich weiß gar nicht, ob es gemerkt hat. Ja, der ist an Zeissler vorbeigefahren. Als dieser erneut in der Box war. Oh, da gab's eine Durchfahrtsstrafe. Zu schnell rein oder zu schnell raus? Erklärt dann vielleicht auch teilweise, warum er so viel aufgeholt hat auf Mats Hutzfeld. Ja, Elias jetzt hier richtig zu kämpfen mit dem Auto. Ja. Spulen wir zur interessanten Stelle hin. Also da ist es dann schief gegangen. Ja, er kämpft sich zurück, aber das wird viel, viel Zeit kosten. Ohne Heckspoiler hast du einfach keine. Er fällt auf den Kurs hier, ne? Ja, also gerade mit diesen. Er muss dann auch aufpassen, er sollte jetzt nicht zum Hindernis werden. Oh, Christian Schupfner hat sich da auch weggedreht und Carsten Thienemann konnte dadurch dran vorbeigehen. Ah! Konnte das Auto nicht mehr abfangen. Also das war jetzt so ein typisches Zeichen dafür, dass die Balance sich verändert hat im Auto von Christian Schupfner. Wir haben die nächsten Missgeschicke. Martin Zeissler, Durchfahrtsstrafe, Kurve 1 für Japan. Ja, Elias wird sich dann noch einige Male jetzt drehen, bis er in der Box ist. Er ist inzwischen angekommen. Ja? Ja, das wird aber ein langer Stop werden. Ja, und die Chance für Kurt Koop, da nochmal einen Platz gut zu machen. Ja, nicht nur für Kurt, natürlich für den Rest, der bisher hinter ihm war auch. Und ja, wir müssen ja dran denken, Elias war ja auf einem guten Weg, war ja auf Position 5 gelegen, mit der Durchfahrtsstrafe von Martin Zeissler sogar auf der 4. Kommt jetzt als 9. in die Box und wird definitiv noch ein paar Plätze verlieren. Ja,
im Moment keine direkten Zweikämpfe hier. Dadurch, dass einige da doch jetzt hier die Sonderfahrt durch die Boxengasse gebucht haben, hat das Feld leicht zerrissen. Marco Faust in diesem Moment vorbeigegangen an Elias Dracke, der nach wie vor beim Service ist. Ja, Michael Weber, also könnt das selber mitverfolgen. Jetzt kommt Carsten Stolze auch und geht just in diesem Moment dran vorbei. Oh, der hat aber schon eine Runde Rückstand gehabt. Also bleibt es in dem Fall dann so? Ja, Elias kommt auf Platz 11 wieder raus. Ist hinter ihm auf der Strecke, aber eben hatte noch eine Runde Vorsprung. Ja, der Führende ist in Runde 37 und die rote Laterne ist in Runde 33. Also das hieß mal, Kurt fehlen 4 Runden. Aber fährt noch, so viel sei gesagt. Ja, auf jeden Fall, bei 15 Fahrern, egal was passiert. Und wenn du das Auto über Startziel schieben musst, egal, das ist ein Punkt. Es gibt Punkte für die ersten 15 Plätze. David Müller auf der 5, still und heimlich, macht er Jagd auf Martin Zeissler. Der scheint jetzt ein bisschen durcheinander zu sein oder er hat einen Schaden am Auto, denn seine Zwischenzeiten sehen alles andere als vielversprechend aus, was ein direktes Duell angeht. Der Abstand zwischen den beiden, 3,3 Sekunden. Ja. Und jetzt gibt es die aktuellen Rundenzeiten von mir, Martin Zeissler, 43,4. Und Dave Müller 42,5, das sind 9 Zehntel. Und das sind dann nur 3-4 Runden, die er noch brauchen würde bei diesem Tempo. Also können wir gespannt sein, wenn das sich so fortsetzt, dann wird es nicht allzu lange dauern, bevor wir hier wieder ein Duell haben. Ja, Michael Weber fährt hier seiner ersten Top 10 Platzierung entgegen und wir haben noch etwas über 24 Minuten auf der Leiste. Elias Dracke knapp 18 Sekunden hinter ihm. Darf sich Michael jetzt aber kein Fehler erlauben. Interessante Statistik vielleicht noch, die man verkünden kann. Die schnellsten Runden von Roman Ocon, Michael Weber und Carsten Stolze wurden allesamt jetzt im Rennen gefahren. Also mit viel Sprit. Das heißt auch was. Also die haben dann nochmal im Rennen tatsächlich was dazugelernt. Ja, im Training ist es ja nicht unbedingt so, dass du viele Runden am Stück abspulst, sondern mehr viel am Setup machst und unter Renntrim ist dann doch nochmal etwas konzentrierter, denke ich. Ja gut, aber wenn das dann das Ergebnis ist, dann würde ich deutlich vorschlagen, dass man weniger auf Setup schauen sollte und mehr auf die fahrerischen Werte, sag ich mal so, in diesem Bereich des Feldes. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Weil es bringt dir nichts, wenn du ein gutes Setup hast, wenn du es nicht konstant um die Strecke bringst, weißt du? Mach ich ja nicht anders. Ich konzentriere mich überhaupt nicht auf Quali-Setups oder eine schnelle Runde oder so ein Blödsinn. Meine Qualis fahre ich auch grundsätzlich mit einem Renn-Setup. Und wenn ich auf die Strecke gehe, haue ich mir den Tank voll und dann wird er leer fahren. Martin Zeissler hat mich wohl gehört, hat in der letzten Runde wieder zurückgeschlagen. War dort 3 Zehntel schneller als Dave. Abstand jetzt wieder leicht angewachsen dadurch natürlich. Wie sieht's ganz vorne aus? Nach wie vor 8 Sekunden der Abstand zwischen Dino Paulini und Peter Meissner. Also Peter ist aus eigener Kraft nicht in der Lage daran zu fahren. Dino im letzten Umlauf mit einem kleinen Missgeschick im Mittelteil, da hat er eine Sekunde liegen lassen. Aber alles in allem mit einer souveränen Leistung soweit und ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte. Das Wetter, ne, sonnig,
Wo soll jetzt der Regen herkommen? Ja, du hast es gesagt, kein direktes Duell mehr. Ja, im Moment habe ich so meine typischen Pappenheimer im Auge, wie hier Elias Trackel, Martin Zeisler und Peter Meissner. Das sind so die Jungs, die immer mal so zum Schluss hin für Action sorgen. Elias hier. Eine Runde hinter Christian Schuffner. Position 7 und 11. Ja, aber die Performance von WRT heute echt super. Platz 2 und Platz 4. Wollen wir mal schauen, dass sie das Ding auch so nach Hause noch bringen. Naja, Mario, wir sehen uns Dienstag in Silverstone. Ja, da es gerade so ruhig ist, kann man das kurz ansprechen, würde ich sagen. Ja. Dienstag, ja, zweite Runde, dritte Runde. Runde 3 ist es. Da geht's nach Silverstone mit einem internationalen Fahrerfeld, unserem P1 PCC Flat 6 Porsche Cup. Solltet ihr euch auf jeden Fall auch ansehen. Der startet eine Stunde später, da wir doch viele ausländische Fahrer haben. Und durch die Zeitverschiebung geht's da nicht wie gewohnt um 18:45 los, sondern erst um 19:45. Aber der Ablauf ist dann in etwa gleich. Außer, dass wir da nicht 90 Minuten am Stück fahren, sondern wir fahren nach Kilometern. Das sind einmal 60 Kilometer, einmal 90 Kilometer und in Silverstone sind das umgerechnet circa, lass mich lügen, 10 Runden im Sprint und im Main Race sind es dann 20 Runden. Ja, nee, Mario, diesmal verschenke ich die Pole fürs zweite Rennen nicht. Ja, mega, mega Rennaction ist da geboten. Wir haben da sau viele starke Fahrer. Portugiesen haben wir am Start. Und zwar einige. Eigentlich müssten wir den Stream auf Portugiesisch machen, so viele wieder mitfahren. Ein paar Engländer haben wir mit bei. Ja, bekannte Gesichter, die die Hawk-Truppe ist am Start mit 3 Teams. Am Dienstag wird auch wieder in Deutsch kommentiert. Das macht dann wieder der Kurt Koop. Da machen wir ja jetzt immer im Wechsel, damit alle was von haben. Und in 14 Tagen darauf ist es dann wieder der Damon Patel, der macht es dann wieder auf Englisch. Das Interessante am Porsche Cup ist, dass im zweiten Rennen die ersten 8 gedreht werden. Das gibt nochmal ein bisschen Pep. Die ersten beiden Rennen, erste Rennen in Seppring war schon ziemlich cool, das zweite Rennen in Bathurst, das war auch ziemlich cool gewesen. Da hat es sogar ohne Safety Car Phase funktioniert. Und jetzt am Dienstag rocken wir Silverstone. Ich hoffe, es wird nicht regnen, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Und da, ja, da werde auch ich ins Lenkrad greifen, da fahre ich nämlich zusammen mit dem Jochen Bendermacher. Und ich muss sagen, es macht echt Spaß, mal wieder eine Serie mitzufahren. Ja, Daniel, bei euch scheint es ja auch ganz gut zu klappen. Ne? Du vertrittst ja P1 Gaming in der britischen
Tourenwagenklasse in unserer Partnerliga, der WSVR. Da kannst du vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen quatschen. Ja, zweite Saison R-Faktor 2. Erstes Jahr war durchschnittlich. Was heißt, ich meine aus persönlicher Sicht durchschnittlich, weil das erste halbe Jahr war nicht so gut. Aber wir haben unseren Titel verteidigen können in der Teamwertung. Und Mats Hutzfeld, mein Teamkollege, mit dem ich bis vorige Saison zusammengefahren bin, ist Meister geworden. Der konzentriert sich jetzt aber hauptsächlich auf den Rest, unter anderem hier die GT. Und Tobias Marz, der jetzt heute nicht dabei ist, hat ihn ersetzt im Namen von P1. Aber es läuft ganz gut. Wir haben starke Konkurrenz in Form von einem Hecktriebler, einem BMW, der ja doch ziemlich unterschiedlich Stärken hat und Schwächen wie der Honda, den wir fahren. Aber ja, zwei Poles in zwei Rennen passt, aber das Reifenmanagement ist einfach der große Nachteil. Da ist der Hecktriebler deutlich sparsamer mit den Reifen, deswegen sind wir die Renndistanz noch nicht auf der Höhe. Aber wir sind Zweiter in der Wertung momentan. Und wenn man bedenkt, dass das Fahrerfeld dieses Jahr um einiges angewachsen ist, dass wir im Schnitt 25 Piloten pro Rennen haben, hört sich das dann doch ganz gut an. Ganz kurz, genau. Martin Zeissler ist da auf Abwägen. Hat aber Glück gehabt, du. Er hat nicht allzu viel Zeit liegen lassen. Ja, genau. Wie gesagt, also läuft eigentlich ganz gut, könnte noch ein bisschen besser sein, aber alles in allem läuft die Sache. Und ich meine, das ist auf jeden Fall nochmal vielleicht so eine kleine Anregung. Also wer auf knallharte Action steht, also wer wirklich die Ellenbogen ausfahren will im Motorsport, nicht unfair sein, aber knallharte Rad-an-Rad-Action. Ich meine, der Topspeed von so einem Tourenwagenfahrzeug ist 200 am Ende der Gerade. Also da rein speedtechnisch geht da gar nichts, aber es macht eine Menge Spaß. Und wie gesagt, wir haben ein großes Fahrerfeld international. Ebenfalls natürlich hauptsächlich englische Fahrer, aber wie gesagt, wir haben ein paar Deutsche mit dabei. Wir haben auch ein paar Portugiesen, Mazedonier, also kreuz und quer aus Europa kommen die Fahrer. Und von dem her, World Series Racing, das ist die Adresse. Oder einfach bei uns auf der Homepage links in den bei den Partnern findet ihr den Button zur WSVR. Also einfach mal informieren. BVTCC, also British Virtual Touring Car Championship, so heißt die Serie. Und ja, gibt's auch ein schönes Highlight-Video vom ersten Rennen. Das vom zweiten wird wahrscheinlich bald kommen. Kann man sich mal ansehen. Ja. Ja, das nächste Highlight steht dann auch schon quasi in den Startlöchern. Ende April, Anfang Mai, da wird es hier wieder international rund gehen, nämlich in Spa. Da steht das nächste Langstrecken-Event an. Da kann sich natürlich noch angemeldet werden, das kann mitgefahren werden. Wird auf jeden Fall auch wieder ein Highlight. Ich hoffe mal, dass wir das dann mit dem Enduracers-Mod machen werden. Ich hoffe, der ist bis dahin fertig. Und ich hoffe auch, dass dann das Problem mit dem jetzigen Bild auch gelöst ist, sodass wir dann einen reibungslosen Ablauf euch wieder gewährleisten können, so wie wir es im November mit den Nords 24 hatten. Alle Infos natürlich auf p1-gaming.de oder auf unserer Facebook-Seite oder auf p1-simracing.net oder natürlich hier im Livestream. Oder. So viele Möglichkeiten. So, gehen wir mal zurück hier ins Renngeschehen. Wir sind auf Carsten Thienemann, der momentan auf Platz 6 ist. Doch bleiben möchte. Muss aufpassen. Kleiner Fahrfehlerausgang, Kurve 5.
Aber nichts passiert. Hinter ihm, das ist der 10-Platzierte Michael Weber. Der wird seinerseits gejagt von Elias Drackel. Der Abstand ist 6,6 Sekunden. Elias deutlich schneller als Michael. Das könnte nochmal spannend werden in den letzten Minuten. Anderes Duell gibt es noch um Position 6. Deswegen sind wir hier auch gerade. Carsten Thienemann wird verfolgt von Christian Schupfner. Und ja, der hat nämlich Elias Drackel im Schlepptau. Also das sind die beiden Duelle. Beide Fahrer sind zusammen und jeweils eine Runde hinter dem anderen. Oh, der Hawk-Fahrer hat sich da im Untergrund gedreht. Michael Weber einmal Spin-Around und danach auf Track. Also müsste eigentlich nur quergestanden sein. Das ist schon eine Weile her. Ja, das sollte er nicht so oft machen. Momentan liegt er ganz gut auf Platz 10. Und Elias Drackel noch weit genug weg. Also ich denke, wenn wir mal schnell in die Totale schalten. Hier, die Kurve bietet sich an. Also hier, das sind die vorderen beiden, Thienemann und Weber. Und dann hier dahinter, das die jeweiligen Verfolger. David Müller kommt trotz kleinerer Fehler von Martin Zeissler nicht näher. Ja, kann natürlich auch sein, dass David da jetzt nicht das Auto überfahren will, sondern dann doch auf Nummer sicher geht und den 5. Platz sicher nach Hause fährt. Beim letzten Rennen hat er schon Pech gehabt, hat das Auto abgestellt. War eine Nullrunde für ihn. Die ersten beiden Rennen ist er nicht mitgefahren. So, und jetzt gibt's nochmal ein Duell. Und das wird sich dann wohl als allererstes entscheiden. Dementsprechend. Na komm. Springen wir 10 Minuten vor Ende. Zurück zu den Überholmanövern. Carsten Stolze, 12. momentan, aber dahinter kommt Kurt Kopp. Und ja, das wird Carsten nicht halten können, 10 Minuten lang. Daniel, wie sieht's mit dir aus? 24 Stunden Spar mit R-Faktor 2. Ja, ist okay, gibst mir halt ein paar Teamkollegen, dann bin ich dabei. Gut. Haben wir das ja geklärt. Oder eine Pack-Red Bull, eins von beiden. Ja, da bist du ja Meister drin, ne? 24 Stunden Spar allein. Ja, man muss nicht nochmal sein. Auf jeden Fall, Carsten Scholze verteidigt sich, gibt alles. Fährt Kampflinie. Ja, sehr schön, sehr schön. Na, zeig da mal Eier gegenüber Kurt Kopp. Mal oh, ja. Sehen. Ja. Das wird er nicht 9 Minuten schaffen können. Jetzt der Windschatten wird wohl schon ausreichen. Ja, Kurt ist da auf die Runde gesehen auch natürlich etwas schneller. Ne? Hat auch die weichen Reifen, da kommt schon der Angriff. Hoffentlich geht das jetzt gut aus für Kurt Kopp. Wir wissen, Kurve 1 innen überholen, das ist jetzt nicht unbedingt Kurt seine Stärke. Er trifft da aber die Kurve sauber raus, alles geht rund und damit Kurt Kopp nicht mehr die rote Laterne. Gibt die 8 Minuten 20 vorm Ende ab. Wir springen weiter. Elias Drackel. Ja, zweimal die 1. Hier haben wir ihn. Mit Christian Schupfner im Schlepptau. War die nicht vorher andersrum? Das war eben andersrum. Glaube ich auch, ne? Ja. Also Elias Drackel gegen Michael Weber. Ja, das war das auf jeden Fall andersrum. Das wird jetzt interessant, weil auf der Geraden werden sich beide sehen. Ja, wird da Christian Schupfner das Zünglein an der Waage? Ja, eigentlich muss er ihn vorbeilassen, weil er müsste die Flagge bekommen. Und jetzt kommt auch noch dahinter
Dino Paulini. Oh. Der dann bitte gerne an beiden schnell vorbei möchte, denn der hat im Grunde auch nur 9 Sekunden Vorsprung und der kann es sich nicht leisten, hier Spesen zu verteilen. Vor allem, weil das jetzt natürlich nochmal Aufregung bei Dino bringt. Das ist ein Duell, Überholmanöver steht an, das ist alles keine Routine jetzt. Gut, 10 Sekunden Vorsprung oder 9 Sekunden, wie es jetzt momentan ist, das ist ein angenehmes Polster, mit dem kann man arbeiten. Ja, der Wicher Fanclub drückt hier schon die Daumen. Ja, also es ist definitiv möglich für ihn hier, die Top 10 Platzierung nach Hause zu fahren. Beste Runde von Michael Weber, 1,42,8. Beste von Elias Drachel, 1,42,296. Also 1,42,3 im Grunde, eine halbe Sekunde Unterschied. Allzu viel ist da nicht zwischen. Und Christian Schupfner, er seinerseits holt nicht mehr auf Carsten Thienemann. Ah, aber Christian ist hier das Zünglein an der Waage. Also momentan weit genug weg. Elias kann da, glaube ich, nicht den Windschatten ausnutzen. Jetzt ist es natürlich interessant, was Micha mit seinen Nerven hat. Ob er sich da jetzt unter Druck setzen lässt oder ruhig seinen Stiefel weiterfährt. Letzter Umlauf, Weber 44,3, Drachel 44,2. Ja, auf jeden Fall muss Elias jetzt hier mal gleich erstmal lupfen, um den Führenden vorbeizulassen. Na, jetzt am Ende weit ausholen. Lass ihn innen rein. Ja, genau. Dann jetzt früh aufs Gas. Spielt jetzt erstmal den Hawk Sim Racing Piloten in die Karten. So, für Michael stehen 2 Überrundungen. Oh. Ja, alles gut. 2 Überrundungen stehen an, die wird er vorbeilassen müssen noch, bevor das Rennen vorbei ist. Und dann, ja, dann geht's in die heiße Phase. Das wohl letzte Duell, das wir heute Abend sehen. Es ist in Anführungsstrichen nur auf Platz 10, aber diese Top 10 Platzierung, ja, das sagt schon einiges aus. Vor allem für Michael Weber wäre das ein großer Erfolg. Ja, für ihn lief es ja die letzten beiden Runden überhaupt nicht so gut. Von daher, das ist jetzt auf jeden Fall genau das Richtige, was Michael braucht, um mal wieder ein bisschen was aufs Ego zu packen. Ah, Junge, was doch ist so ein Scheiß? Ja, da ist jetzt ein Schupfi durch. Ja, jetzt hat er noch den Führenden an der Backe. So, und jetzt sind wir im Duell. 3 Minuten 44 Freunde. Nur das nochmal zu relativieren. Er ist eine Sekunde in seiner absoluten Bestzeit weg von einer Top 10 Platzierung. Also, wenn man es mal hochrechnet, das heißt, er sollte eigentlich 90 Sekunden hinter der 10. Position ins Ziel kommen. Das ist natürlich absolut primitiv und komplett schwachsinnig gerechnet, aber so kann man sich das vorstellen, was hier ein Top 10 Ergebnis für ihn wert wäre. Ja, nicht zu vergessen die Punkte, ne? Ja, klar, gerade wenn du dich im unteren Bereich der Rangliste aufhältst und da deine Konkurrenz hast, dann ist natürlich ein richtig gutes Ergebnis gleich sehr, sehr, sehr viel wert. Kann dann schon mal so ein Duell mit einem guten Ergebnis entscheiden. Wir sehen es ja, gut, bei uns wird jeder, der ins Ziel kommt, verpunktet, aber wir sehen es in der Formel 1, da die kleinen Teams, da kann ein gutes Rennen, kann über Millionen am Ende ausmachen. Und, ja, hier geht es zwar nicht um die großen Summen, aber um die große Ehre. Ja, hier wird ums Prestige gefahren. Ja, Formel 1 kann ja jeder fahren, oder? Also, eben.
2,25. Ja, Dino Paulini ist direkt vor Ihnen. Das sind zwei Runden. Das sind genau zwei Runden, die er sich nur verteidigen muss. Ja, wer heute auch noch richtig geil unterwegs ist, das ist Roman Okon und Marco Faust. Die belegen nämlich Platz 8 und 9. Auch da eine sehr, sehr starke Leistung. Carsten Thienemann auf der 6 wird sicherlich nicht unzufrieden sein auch. Was hast du gesehen, Michael, der Schlamider, ey. Geht hier wieder vorbei, Christian Schuppner, ich weiß nicht, ob es dem egal ist oder... Ja, hat eigentlich nichts mehr zu gewinnen, nach vorne 9 Sekunden, nach hinten 42, also... Der will sich jetzt hier raushalten wahrscheinlich. Ja, aber jetzt müssen sie auch gucken, dass sie da natürlich schleunigst von Christian Schuppner wegkommen, dass sie aus der blauen Flagge rauskommen. Interessante Linie von Michael Weber, absolute Kampflinie, aber es kostet ihn viel, viel Schwung. Kein Vorbeikommen, das ist jetzt hier die Stelle, wo man sich spät reinbremsen kann. Das hat ihn eine Sekunde. Oh, er geht zu weit raus. Michael Weber verliert den Platz. Aber er hat noch eine Chance, er hat noch eine Chance. Denn jetzt geht es auf diesen langen, durch dieses lange Bergabstück auf die Startziel mit einem besseren Ausgang. Das sieht gut aus, aber dann verliert es am Ende noch. Eine Runde hat er Zeit, das Ganze vielleicht nochmal umzudrehen. Letzte Runde. Ja, jetzt hier im Mittelsektor, denke ich mal, wird es schwer für mich, ja. Denn da war Elias Fackel deutlich flotter unterwegs. Es sei denn, Elias sitzt gleich hier unter Druck und macht den entscheidenden Fehler. Das kann natürlich auch passieren. Kommt er daneben ihn? Nein. Jetzt am Ausgang schiebt ihn leicht an, aber er kann sich nicht daneben setzen. Also gut gemacht von Elias. Zwei Sektoren haben wir noch. Zeit inzwischen abgelaufen. Marco Faust war noch mal kurz neben der Strecke, hat keine Auswirkung, aber Kurt Kuhn war neben der Strecke und das hat Auswirkungen. Und Michael Weber scheint jetzt hier auch weggeworfen zu haben. Kleiner Fehler. Dann schauen wir schnell Folgendes an. Kurt, oh, der ist irgendwo eingeschlagen. Zurück auf die 13. Und damit wieder die rote Laterne. Und jetzt geht der Führende in die letzte Kurve. Dino Paulini gewinnt das vierte Rennen hier in Portimao. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter wird Peter Meissner. Dritter wird Mats Hutzfeld. Platz 4 geht an Martin Zeisler. Platz 5 geht an David Müller. Platz 6 geht an Carsten Thienemann. Siebter wird Christian Schupfner. Der 8-Platzierte ist jetzt im dritten Sektor. Das ist Roman Okon. Da wird auch nichts mehr anbrennen. Abgewunken bereits Kurt Kuhb, Michael Weber, Elias Trackel. Da kommt der 8-Platzierte jetzt den Hügel hinauf. Roman Okon, Platz 8, wunderbares Rennen. Hier haben wir Platz 13. Das war Carsten Kurt. Moment. Ach ne, jetzt sind einige schon in der Box. Ja, zwischen Martin Zeisler und Dave Müller wurde es nochmal richtig eng. Also die wurden mir jetzt im Ziel mit wenigen Metern Abstand angezeigt. Jetzt dürfte der Letzte kommen. Carsten Thienemann.
Jawohl, da ist er. Auf der 6. Der letzte, der noch in derselben Runde war. Also, damit haben wir sie alle. Wie gesagt, keine Ahnung, was da zwischen Zeissler und Müller vorgefallen ist, aber auf jeden Fall hat sich nichts geändert am Endergebnis. Schade für Michael Weber, eine Runde kürzer und es wäre Platz 10 gewesen, anstatt Platz 11. Und ja, Kurt Kuhb konnte man auch nicht aufklären. Wir haben keine Nachricht bekommen, was da mit ihm los war. Wir haben nur gesehen, er hat da keine Frontschürze mehr gehabt, keine Motorhaube. Also ja, wird wohl irgendwo eingeschlagen sein. Hat da auch nochmal die 12. Position verloren an Carsten Stolze. Ja, ich würde sagen, wir holen uns die Top 3. Kurt Kuhb ganz schön angefressen, ist noch direkt raus aus dem TS. Ja, so gehört sich das. Als guter Rennfahrer erstmal den Helm in die Ecke oder den metaphorischen Helm in diesem Fall. Ja, ich würde sagen, wir holen uns die Top 3, sind dann gleich wieder zurück und ja, hören uns mal an, was die Jungs so zu berichten haben. Bis gleich. Jawohl. So, wir melden uns ein letztes Mal zurück von der Berichterstattung des P1 GT-Renns mit der Siegerehrung-Pressekonferenz der Top 3. Und ich darf zunächst bei mir begrüßen Mats Hutzfeld, drittplatziert am heutigen Abend. Erstmal Gratulation dazu. Jo, danke. Ich denke, war kein Rennen nach Plan. Zunächst kam mal in Runde 1 der Martin Zeissler aus dem Nichts und dann ging es auch noch mit Jochen Bendermacher drunter und drüber. Gegen Ende kehrte dann ein wenig Ruhe ein, aber das war dann wohl schon zu spät. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, wie du gesagt hast, also Rennen war im Prinzip in der ersten Runde gelaufen. Ja, war halt da die Antwort, also generell war eigentlich die einzige Chance der Start. Ich habe den zwar ganz gut hinbekommen, aber letztendlich dann doch zurückgezogen, weil die erste Kurve ist ja herrlich am Ausgang. Und ja, dann weiß nicht, also ich habe halt, ich glaube, Martin Zeissler war es im Rückspiel gesehen und wenn ich halt einlenke, dann sind wir beide weg. So habe ich offen gelassen und dann ja nahm das Unheil seinen Lauf. Ja, letztendlich dann nochmal Pech gehabt, als Jochen mich getroffen hat. Aber ich denke mal, in der Anbremszone kann das mal passieren. Nur dann war es halt das Problem, dass Simon noch durchgeschlüpft ist und wir dann dahinter auch nochmal Zeit verloren haben, sodass ja im Prinzip war nicht mehr drin als
Platz 4 bzw. Platz 3. Da haben wir halt letztendlich auch noch Glück, dass Zeiss da einen Fehler gemacht hat und dann noch, ich glaube, irgendwas an der Box war. Letztendlich muss man auch noch sagen, dass die Konkurrenz sich, glaube ich, über meine Pace im ersten Sektor regelrecht totgelacht hat, weil da waren wir wirklich sowas von langsam. Also da haben wir immer Zeit verloren. Das kann man dann eben über die Runde gesehen nicht mehr gut machen. Von deinem Teamkollegen war es ein relativ starkes Quali, relativ unglückliches Rennen. Wie sehr war sein Beitrag am Setup diesmal? Weil kürzer hat es ziemlich stark aus, also war er nur knapp hinter dir im Quali. Er hat einfach einen guten Job gemacht. Also er baut sein Setup für sich und wie gesagt, also er kriegt das jetzt immer besser hin und dass er da im Quali da so eine gute Zeit raushaut, spricht für ihn. Und wie gesagt, ja, im Rennen dann hat er auch die Pace zu Beginn gehabt, war Dritter, recht souverän. Was dann los war, weiß ich nicht. Die Strecke ist halt recht fehleranfällig und letztendlich ja kann man eins zum anderen, sodass wir da ja nicht das beste Ergebnis rausholen konnten, sagen wir mal so. Und gegen Ende halt nochmal einen Platz verloren, weil es da irgendwie noch ein paar Uneinigkeiten gab, da beim Zurückrunden, Überrunden, weiß ich nicht. Nun gut, vielleicht beim nächsten Mal klappt es ein bisschen besser. Auf jeden Fall, Meisterschaft ist noch alles drin. Ich meine, wir haben noch nicht mal Halbzeit und wir wissen alle, du kannst jederzeit die Rennen gewinnen. Heute hat es nicht sollen sein. Platz 3, dennoch, ich glaube, das Beste, was dann drin war. Ja, Gratulation zu einem dennoch, meiner Meinung nach, guten Rennen. Ja, danke und Gratulation auch noch an Dino und Peter. Ja, zu dem kommen nämlich auch jetzt gleich Peter Meissner, Zweitplatzierter im Rennen. Gratulation erstmal. Danke. Und ja, wir fragen dich was ganz Uninteressantes. Und zwar die Reifen, die haben heute irgendwie gar keine Rolle gespielt. Jeder auf der gleichen Strategie. Sind die inzwischen zu oder sagen wir mal wertlos geworden, sozusagen die Strategie, weil jeder dasselbe fährt? Ja, wahrscheinlich ist es so. S7 bietet sich halt nicht an, also fährt man S8. Durchfahren ist eigentlich kein Problem, wenn man ein bisschen auf die Reifen achtet. Also war es auch für mich recht unspektakulär heute. Kommen wir zum Rennen direkt. Es sah ganz gut aus. Ihr habt im Warm-up eine sehr gute Pace gehabt. Dann das Quali war vielleicht ein bisschen enttäuschend. Aber dann seid ihr gut nach vorne gekommen. Ja, Quali hat nicht ganz gepasst. Man muss aber dazu sagen, es war verdammt eng vorn. Also ich glaube, wir ersten fünf waren in einer halben Sekunde oder so. Also da hat einfach nur die Zehntel oder die anderthalb Zehntel gefehlt. Im Rennen konnte ich dann profitieren und konnte meine Pace machen. Nach vorne ging nicht viel, Dino war einfach zu schnell. Und nach hinten konnte ich das eigentlich immer relativ gut halten. Ja, das war praktisch schon auch bei dir in Runde 1 entschieden nach vorne. Du hast gesagt, wie gesagt, es ging nicht wirklich was aus eigener Kraft und der Fehler kam nicht. Wort zur Strecke, wir haben es gehört von Eis gerade, es ist sehr, sehr fehleranfällig, die Bumper auf der Außenbahn, vor allem Ausfahrt Kurve 1 oder auf der Innenseite Kurve 8, sind sehr heftig. Wie sehr muss man da den Kopf bei der Sache behalten, da nicht den extra Zentimeter noch rausholen zu wollen? Ja, richtig, einfach Konzentration behalten über die anderthalb Stunden. Aber insgesamt muss ich sagen, lag mein Setup ganz gut hier. Ich hatte so ein paar Bumps ziemlich gut abgefangen, habe am Setup ein bisschen was geändert, dass es nicht ganz so stark war und bin eigentlich recht gut damit klargekommen heute hier. Ja, dann wünschen wir, dass es auch in Zukunft so weitergeht. Für deinen Teamkollege hat es nicht ganz gereicht. Der hat am Ende einen kleinen Fehler drin gehabt. Ansonsten wäre es ein Doppelpodium gewesen. Aber ich denke, das ist ja was, worauf man aufbauen kann. Dementsprechend viel Glück wieder beim nächsten Mal und nochmal Gratulation zur zweiten Position. Danke. Und damit kommen wir zum Sieger, Dino Paolini. Gratulation zum Sieg. Und ja, wir haben gerade über die erste Runde gesprochen, aber sind wir mal ehrlich. Den Grundstein, den hast du im Quali gelegt, oder? Ja, also Quali war schon relativ wichtig, weil so eine richtige Überholstelle weiß ich gar nicht, ob es die gab. Habe ich auch ehrlich gesagt nie groß getestet, aber ich glaube nicht, dass die Startziel. Normalerweise ist sie eine, aber man ist da so am Rand des Grips mit dem Auto, dass glaube ich der dahinter da nicht wirklich überholen kann.
Also schätze ich mal. Deswegen war es schon wichtig, da vor zu sein. Generell am Start war ich sehr froh, dass Mats da nicht reingehalten hat. Das war echt fair, weil wer weiß, wie das gehen soll. Ich mir auch keine Ahnung, wie das hätte gehen sollen. Also da passen nicht wirklich zwei hin. Dann kommt diese dämlichen Sprungschanzen da direkt. Also das war schon gut. Ja, und dann habe ich einfach versucht, so ruhig wie möglich fehlerfrei irgendwie durchzukommen. Ist nicht so einfach, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Weil gerade im Mittelsektor gibt es so ein paar Stellen, da ist man gerade mit dem Heck ab und zu wirklich Millimeter neben der Curb. Und wenn man da irgendwie auf die Curb kommt, wer weiß, was das Heck dann macht und so weiter. Also das ist so ein Ding, das hatte ich gegen Ende mal. Da wäre ich fast abgeflogen wegen sowas. Und dann waren meine Hinterreifen überhitzt, zwei Runden, zwei Kurven später, habe ich die ganz normal genommen, wäre fast wieder abgeflogen. Also ist auch aus dem Nichts kann da manchmal irgendwie, kann da echt Fehler reinkommen. Deswegen habe ich natürlich versucht, ja, so ruhig wie möglich das durchzufahren. Und das hat dann auch gereicht irgendwie. Hat wahrscheinlich auch auf jeden Fall geholfen, dass Mats da irgendwie die Position am Anfang verloren hat und dann deswegen nicht dran war in dem Rennen, weil der war ja nicht langsamer und Peter war auch nicht wirklich langsamer. Deswegen war ich froh, dass ich gut durchgekommen bin. Als du die 31,7 da hingelegt hast im letzten Sektor, hast du gewusst, das ist es? Das schaffen sie nicht? Meinst du im Quali? Ja, genau. Also Quali war eh seltsam, weil normalerweise, wenn ich keine optimale Runde hinbekomme im Quali, dann gibt es auch keine Chance auf Pole, weil es an sich sehr eng ist. Aber ich habe das Gefühl, das war Welten entfernt von einer optimalen Runde. Und es hat irgendwie trotzdem relativ deutlich gereicht. Also das hat mich echt gewundert. Also ich habe bis zur letzten Runde noch gedacht, das geht irgendwie schief, weil ich habe da irgendwie gesehen, dass da echt plötzlich mehr Grip auch am Ende da war und so weiter. Das kann immer schief gehen, auch wenn man meint, man hätte einen guten Vorsprung. Aber das hat dann irgendwie funktioniert. Also bis zur letzten Sekunde wusste ich nicht, ob das reicht. Als Rookie eingestiegen, in Anführungszeichen, wir sehen ja, dass du weißt, was du machst. Wie sahen deine Aussichten auf die Meisterschaft aus am Anfang der Saison und wie sieht es jetzt aus? Keine Ahnung, ich überlege mir sowas nicht am Anfang der Saison. Und jetzt auch nicht so wirklich, weil es ändert nichts. Ich versuche einfach so gut wie möglich zu fahren und dann gucken, ob es geht. Ein bisschen Glück braucht man, so wie am Anfang der Saison. Und dann gucken, dass man nicht irgendwie ja, in irgendwas Größeres verwickelt wird und dann gucken, was rauskommt. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, hättest du jetzt, kann ich nochmal durchatmen. Hättest du gesagt, von Rennen zu Rennen denken, dann hätte ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein werfen müssen. Da bin ich nochmal drum rumgekommen. Das stimmt trotzdem. Ja, es ist so ein alter Spruch, aber er bewahrheitet sich immer wieder. Dann schauen wir mal, was beim nächsten Rennen passiert. Dritter Sieg im vierten Rennen, das hört sich gut an. Dino Paulini, Gratulation heute Abend. Ja, danke. Auch Gratulation an die anderen beiden. Auf dem Podium. Also, ich denke mal, wir haben ein faires Fahrerfeld gehört und auch gesehen zuvor. Und schöne Duelle. Manchmal ging es nicht ganz gut aus für den einen oder anderen, aber das gehört im Motorsport dazu. Aber alles in allem, ich fand es ein gutes Rennen. Nicht das Beste aller Zeiten, definitiv nicht das Schlechteste. Sauberes Rennen, Sonntagabend, so muss es sein. Ich freue mich auf in 2 Wochen. Und was uns da erwartet, sagt euch jetzt Markus. Ja, ab jetzt steigern wir mal ein bisschen das Pensum. In 2 Wochen geht es nach Sao Paulo. Auf jeden Fall auch wieder eine sehr interessante Strecke. Und dann erwartet uns auch noch Adelaide, Sebring, Oldham Park. Also jetzt geht es richtig rund hier. Also, 2 Wochen, selbe Uhrzeit, 18:45 Uhr, 18:50 Uhr, so rum. Kurz vor 7, 7 geht's los mit Quali. Spätestens da solltet ihr dann dabei sein. Bleibt nicht viel. Ich bedanke mich bei Markus fürs Mitmachen, bei euch fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.